Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute über Griechenland, über das Land, das viele so positiv überrascht hat in letzter Zeit und das mit seiner 6-Tage-Woche als neue Blaupause für ein funktionierendes Europa gilt. Unser Gast ist Grieche, besser gesagt Halbgrieche. Er kann es kaum erwarten, uns dieses Land näher zu bringen, zu erklären und die bemerkenswerte Entwicklung der vergangenen Jahre zu schildern. Unser Gast ist ein Citizen-Journalist und hat eine Liste mit 10 völlig unbekannten, aber seiner Meinung nach vielversprechenden griechischen Aktien mitgebracht. Dazu erklärt er, wie er nach Oxford kam, wie man gute Biotech-Aktien erkennt und warum ein Jahr Physikstudium nicht schaden kann. Ein Gespräch mit Viktor Tsouboulis. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 20. Juli und die Börsen haben eine wirklich tiefrote Woche hinter sich. Wobei, es gibt zwei Ausnahmen, dazu kommen wir gleich noch. Eine war quasi angekündigt. Aber erstmal schauen wir auf den DAX. Der DAX tatsächlich 3,1% im Minus. Schlechteste Woche seit August 2023, also ja, seit quasi einem Jahr. Ja, und diese Woche hat der DAX tatsächlich jeden Tag im Minus geschlossen. Und an der Wall Street, da ging die Rotation weiter. Raus aus Big Tech, rein in kleinere Werte. S&P 500 minus 2%, Nasdaq 100 minus 4%. Jeweils die schwächste Woche seit April. Und stattdessen wieder im Plus, lieber Holger, wir haben darüber gesprochen, vor genau einer Woche hier an dieser Stelle, der Russell 2000. Genau, 1,7% im Plus. Und wir müssen unbedingt diesen Russell 2000, den Trump-Index, mal in der AAAED vorstellen. Ich würde einfach sagen, Montag werdet ihr es mal hören. Was macht den Index aus? Was ist da drin? Und ich kann schon so viel sagen, es sind 750 Werte mit negativen Free Cashflow drin. Also es ist ein Index, der nicht der solideste ist, aber der möglicherweise dann gewinnen könnte, wenn die Zinsen sinken und wenn der Trump ans Ruder kommt und America First und protektionistische Politik macht, weil dann halt einfach kleinere Titel die größeren Gewinner sind. Und wir hatten ja auch seinen Vizepräsidenten, den er ausgewählt hat, oder Kandidaten, J.D. Vance, das ist ja auch einer, der Big Tech nicht besonders mag und alle, die jetzt spenden und da klatschen, sagen, hey, wir sind die Small-Tech-Kameraden und keiner will mehr Big Tech sein. Und ja, dieser Index profitiert halt davon und 1,7%, wie gesagt, im Plus. Ja klar, wenn du dich abschottest nach allen Seiten und quasi all das Geld ins Land fließen lässt, dann ist es sozusagen die zweite, dritte, vierte Reihe. Ja, gewissermaßen kann das dann so eine Art amerikanischer Mittelstand sein. Der es sei denn, du hast einen Arbeitskräftemangel, nämlich wenn der Trump sein anderes Programm wahr macht und er stand da ja in Milwaukee vor dem Weißen Haus, also quasi eingeblendet, so eine schöne Optik und dann erzählte er nochmal vom Anschlag auf ihn und erzählte, dass er seinen Kopf gewendet habe und dass er sein Leben gerettet hätte. Er hat seinen Kopf gewendet, weil er gerade die Grafik mit den Migrantenzahlen angeguckt hatte. Und deswegen meinte er jetzt auch, das wäre ein Wink von Gott gewesen. Und deswegen wäre seine Migrationspolitik, die er macht, auch eine quasi gottgegebene Politik. Und wenn er das halt wirklich machen würde und amerikanische Unternehmen nicht mehr ausreichend Fachkräfte haben, dann heißt das höhere Löhne oder einfach, du kriegst die Stellen nicht besetzt. Und dann wäre es auch für den Binnenmarkt nicht so positiv. Das ist halt die Frage. Also es sind viele widerstrebende Elemente in seiner Politik. Gerade in Sachen Migration, lieber Holger, dafür musst du ja wirklich eine funktionierende Politik haben, um das in den Griff zu kriegen, also aus ihrer Sicht in den Griff zu kriegen. Und das traue ich dir nicht zu, ehrlich gesagt, weil wird sehr viel Stückwerk sein. Aber das werden wir alles sehen, ob es so kommt und wie es dann kommt. Und das werden wir begleiten. Schauen wir doch mal ganz kurz auf unseren DAX. Wie gesagt, deutliche Minus in dieser Woche. Ein paar Gewinner gab es, nämlich fünf
Gewinner gab es nur in dieser Woche. Dann haben wir auch Zeit, die alle zu nennen. Commerzbank plus 5, Fresenius plus 2, Deutsche Telekom 1,3, Brenntag 1% und gerade noch so ins Plus hat es geschafft. Henkel mit 0,56%. Der Rest alles Verlierer. Mhm. Wobei Henkel, die hatten gute Zahlen. Das ist nachvollziehbar. Covestro, die fast plus minus null waren, da hat wahrscheinlich auch geholfen, dass Lanxess seine Prognosen nach oben genommen hat. Deswegen ist auch BASF noch mit einem Minus von 1,3% relativ klimpflich davon gekommen. Und am Minus, am unteren Ende haben wir A, Sartorius, die nochmal mit der Gewinnwarnung losgekommen sind. Und dann die ganzen Siemens-Töchter und Siemens selbst, Siemens Energy minus 8,4. Dann Infineon minus 8,3, ist ja auch eine ehemalige Siemens-Tochter. Und Siemens selbst minus 7,4. Was auffällt, und das ist schon auch in Amerika ja zu sehen, dass die großen Werte jetzt mal von Deutsche Telekom in Deutschland abgesehen, die ja auch ein großer Wert ist, aber Siemens ist ein großer Wert. SAP hat diese Woche auch minus 3,8. München Rück minus 4,3. Das sind alles große Werte, die haben halt alle fett verloren. Wobei München Rück könnte auch im Zusammenhang mit dem großen Systemausfall am Freitag stehen, als ja ein Update bei CrowdStrike dazu geführt hat, dass weltweit irgendwie Computersysteme ausgefallen sind, Flugzeuge nicht starten konnten, Operationen ausfielen, Fernsehsender nicht senden konnten und Firmen nichts machen konnten. Und meine CrowdStrike-Aktie kennt jetzt jeder leider aus dem falschen Grund. Und die Aktie hat diese Woche auch minus 17,9% gemacht. Und jetzt Konkurrenten haben da besser abgeschnitten. Und was es zeigt, ist, dass man vielleicht bei Cybersecurity nicht eine Aktie nimmt, sondern vielleicht besser auch diversifiziert vorgeht. WisdomTree Cybersecurity wäre ja so ein Ding, wo man auch die Konkurrenten drin hat. Die haben ja davon teilweise profitiert. Die haben besser abgeschnitten, weil das natürlich, also der Markt bleibt ja da, die Notwendigkeit bleibt da, aber die, wenn sozusagen jetzt so ein bisschen CrowdStrike mit so einem Makel belegt sein sollte und irgendwie womöglich ja auch Schadensersatzforderungen kommen, dann profitieren natürlich auch die anderen. Also weiß ich, wenn ich hier eine Palo Alto Networks sehe, die hat halt am Freitag zugelegt. Also ich glaube, das kann durchaus auch grundsätzlich so sein, dass da einfach andere auch Sentinel One beispielsweise und andere haben zugelegt. Ja. Ich finde es ja faszinierend, dass ein einziges Unternehmen eine solche Anfälligkeit des gesamten Systems nach sich zieht. Und da sieht man schon, dass auch der ganze Cloud-Betrieb, den wir ja haben, dass wir alles in die Cloud auslagern, wo wir sagen, Mensch, das ist sicher toll und riesig. Und Microsoft Azure arbeitet ja auch mit CrowdStrike teilweise zusammen. Und wenn diese Cloud halt nicht ordentlich läuft, dann hast du halt viele Anwendungen, die auf dieser oder in dieser Cloud laufen, funktionieren auch nicht mehr. Und deswegen waren auch viele Banken funktionierten nicht und so weiter. Also es war schon, und viele hatten dann halt, wenn sie Microsoft hatten, diesen Blue Screen oder diesen blauen Blue Screen of Death heißt es, glaube ich, wenn du diesen blauen Error-Ding, dann denkst du so, oh, was ist ja wirklich der Horror. Früher war das ja regelmäßig so. Was man aber sagen muss, das habe ich mir noch von unserem Technologie-Experten Benedikt Fuß erklären lassen, den kennt ihr ja auch hier aus Alles auf Aktien. Das war ein Stresstest, ein relativ wichtiger Stresstest und wirkungsvoller Stresstest für dieses ganze System. Denn es hat sich ja auch gezeigt, dass die Apple-Technologie, ich erkläre das jetzt nicht im Detail, erstens, weil ich es nicht komplett verstehe und weil es wirklich kompliziert ist. Apple arbeitet ja auch mit CrowdStrike zusammen und die haben aber irgendwie eine Sache, machen die anders. Und dadurch war das da an der Stelle überhaupt gar kein Problem. Und er ist sich ja ziemlich sicher, dass diese ganzen Microsoft-Systeme das auch umstellen werden. Das war wohl sowieso irgendwie teilweise geplant. Also das bringt auch eine höhere Stabilität in Zukunft mit sich. Also das ist jetzt nicht, dieses Problem wird wohl nicht in Zukunft wieder auftreten. Echt? So hat er dann das ist erklärt. Ja gut. Okay, also wahrscheinlich gibt es andere Probleme und wie du sagst, digitale Infrastruktur, alles landet in der Cloud, alles ist miteinander vernetzt, da wird es andere Schwachstellen geben, aber die hat man jetzt relativ klar identifiziert, wo das Problem ist und dass man das dann doch relativ simpel fixen kann. Und ehrlich gesagt war dann auch relativ schnell wieder das meiste im Griff. Naja, wenn du jetzt in Urlaub fliegen wolltest aus Berlin, in den Ferien, die Ferien haben gerade angefangen diese Woche, da fandst du das, glaube ich, nicht so lustig. Nee, aber am Ende waren zwei Stunden später, waren alle Flieger in der Luft. Ja, aber es ist schon,
Ja. Ist nicht schön, wenn du da hinkommst und erstmal sagst, erstmal startet und landet kein Flugzeug. So, dein Urlaub aber ist dann schon mal versaut, das kann man sagen. Ja, aber wenn wir schon, apropos Urlaub, könnten wir ja auch zu so einem Gast fast schon kommen. Vielleicht willst du noch den Russell 2000 nochmal angucken, aber da gibt es jetzt keine Werte, die man wirklich kennt. Die und das kennst ist ja das Faszinierende. Das ist so. Doch, man kennt jetzt, wenn ich mal in den Gewinnerlisten gucke, ist es Ride Platforms. Ja. Die haben diese Woche 22,7% plus gemacht. Und unter den Verlierern kennt man noch SunPower, die haben minus 74,8 gemacht. Umso wichtiger, Holger, dass ihr in der kommenden Woche erklärt, wie man in den Index investiert. Das kann man machen. Es gibt ganz einzelne Werte, die einzelnen Werte sind. Es gibt vier ETFs und ein ETF ist richtig gut, weil er noch einen Quality-Filter drüber legt. Und da hat man dann hoffentlich mehr Qualität. Aber wir werden das mal begutachten und werden da darüber berichten. Aber jetzt waren wir schon auf dem Weg in den Urlaub, wir waren ja schon ins Flugzeug gestiegen und haben einen Index gefunden, der diese Woche auch im Plus war. Nämlich der Athens Composite Share Price Index, der ASE. Und der hat 0,8% Plus gemacht in dieser Woche. Und das sind auch Werte, die man wahrscheinlich auch nicht wirklich kennt. Doch man kennt wahrscheinlich National Bank of Greece, die haben 5,5 diese Woche gemacht. Piraeus kennt man wahrscheinlich auch noch, 4,6 Eurobank. Piraeus Financial Holdings, wieso kennst du? Du kennst die Stadt Piraeus. Piraeus Bank gibt es noch, aber ich weiß nicht, ob Financial Holdings, ob das jetzt vielleicht das Oberding ist. Und Eurobank Ergasias kennt man auch, 4,4 plus. Und von den Verlierern gucke ich mal, kennt man nichts. Sarantis, doch. Aber das werdet ihr kennenlernen. Sarantis werdet ihr kennenlernen. Die hat diese Woche minus 3,2 gemacht. Das können wir schon mal verraten. Das macht es so interessant heute, die Folge. Ja. Denn es sind tatsächlich sehr viel spannende Werte und auch Dinge, die wir über das Land erfahren von unserem Gast, dem guten Viktor. Und erzähl du doch mal, wie Viktor jetzt in diesen Podcast gekommen ist, lieber Holger. Das ist relativ einfach. Wir machen ja einmal im Jahr bei unserem wunderbaren Schwester-Podcast Steffen und Chapitz eine Weihnachtsfeier, eine digitale. Und da ist die gute Tradition, dass die Menschen, die dran teilnehmen, ihre Idee fürs kommende Jahr wichteln. So, und da war der gute Viktor und hatte in klarem und gutem Deutsch und gut nachvollziehbar, hatte er eine Idee, die dann in den kommenden Tagen danach dann gleich mal um 60% nach oben ging. Ich glaube, mittlerweile ist die Aktie wieder da, wo er sie empfohlen hat, bisher empfohlen war, wo er die Idee gewichtelt hat. Aber es war auf jeden Fall eine, wo alle so sagten, so, what? Und so ist der Viktor schon mal das erste Mal, bin ich auf den Viktor aufmerksam geworden. Und dann habe ich bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, die hatten wirklich eine ganz spannende Sache, die haben für ihre Stipendiaten, wollten sie einfach finanzielle Intelligenz mal beibringen und haben einfach mal ein Wochenende für die organisiert in Frankfurt, wo sie Finanzexpertinnen und Experten eingeladen haben, die denen erklären sollten, wie sie finanziell klug werden und clever anlegen. Und Finanzexperten und Expertinnen und dich. Ja, mich hatten sie auch eingeladen, genau, stimmt. Ja. Mich hatten sie auch eingeladen und dann war ich da und dann schrieb mir noch der Viktor vorher, Mensch, ich habe ja gerade unser Programm gesehen, du bist ja auch da und dann traf ich ihn wieder und ich dachte, Mensch, der Viktor ist ja ein cleverer und dann haben wir ja unsere Folge vergangene Woche gehabt mit Holger Schmieding und dann schrieb mir der Viktor, Mensch, war letztes Jahr 10-mal in Griechenland, auch dieses Jahr war ich schon oft da und ich bin jetzt diese Woche auch da, wenn ihr ein paar gute Tipps mal haben wollt, nur her damit. Und da wir ja Menschen sind, die spannende Menschen mögen und auch spannende Ideen nicht immer nur von Leuten, die man kennt, sondern auch von Leuten, die man nicht kennt, die haben manchmal sogar die viel spannenderen Ideen, haben wir einfach gesagt, komm, laden wir ihn einfach rein und dann soll er seine Ideen allen zur Verfügung stellen und nicht nur uns irgendwie per WhatsApp schicken. Und so haben wir es dann gemacht. Er heißt gesagt, Viktor. Getan, das stimmt. Ja. Viktor. Ist Doktorand in Oxford und hat Medizin studiert, macht da was mit Künstliche Intelligenz, mit Daten und ist auch wirklich ein cleverer Mensch. Hat viele Sachen auch gemacht. Wir haben ihn ja Citizen Journalist genannt. Er war beispielsweise mal Werkstudent bei Kuno und ja und hat auch mal bei dieser Finanz-App Parquet war er mal Content Creator. Also hat Inhalte kreiert. Also insofern hat er auch journalistisch schon einiges gemacht. Und ansonsten hat er einen ganz bunten Lebenslauf und nennt sich selbst Digital Health Enthusiast. Ja, ist doch schön. Oder? Lebenslauf wie ein 55-Jähriger in Wahrheit. Ist der gute Mann 25. Genau. Aber das wird er uns alles erzählen und wie gesagt, hat auch noch Aktienlisten mitgebracht, wird er vorstellen, Porträts abliefern.
noch ein paar interessante Lifehacks für Karriere und Job. Und er hat wirklich lauter gute Ideen und hat jedes Ding gut begründet. Ja. Und das finde ich ja das Spannende. Und nicht irgendwie rumgeeiert, sondern er hat einfach wirklich das Land kennt er und ist mit offenen Augen durchs Land gegangen und hat für die Trends, die er gerade sieht in dem Land, die passenden 10 Aktien mitgebracht. Und das ist das einfach wirklich Großartige. Sowas lieben wir bei Alles auf Aktien. Genau, deswegen legen wir jetzt auch los. Herzlich willkommen, Viktor. Hallo. Ja, Viktor, schön, dass du da bist. Wahrscheinlich haben die wenigsten Hörerinnen und Hörer von dir gehört, vielleicht die, die auf der Defner & Chabot Weihnachtsfeier dabei waren, die werden dich schon kennen, da hast du nämlich eine wunderbare Aktienidee. Aber all die anderen, die nicht dabei waren, die wollen natürlich wissen, wen sie hier haben, warum du besonders Griechenland-affin bist, beziehungsweise da auch sprechfähig für bist und warum du auch möglicherweise gute Aktienideen mitbringst. Und deswegen läuft auch deine Minute Vorstellung, deine Minute, Viktor, läuft jetzt. Kalimera από την Ελλάδα. Hallo aus Griechenland. Mein Name ist Viktor Souvoulis und ich habe Medizin studiert und arbeite derzeit in der Forschung, um mit Hilfe von Machine Learning seltene Erkrankungen besser zu verstehen. Seit ungefähr 5 Jahren beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit Aktien, insbesondere mit dem Blick auf Nebenwerte und Nebenmärkte. Und als Halbgrieche habe ich die wirtschaftliche Entwicklung meines Landes in den letzten 15 Jahren mit allen Hochs und Tiefs während etlicher Aufenthalte in meiner zweiten Heimat miterlebt. Wenn ihr jetzt an Griechenland denkt, dann werden die meisten von euch wahrscheinlich an die Pleitephase Souvlaki mit Tsatsiki oder die schönsten Strände der Welt denken. Ich möchte euch heute aber zeigen, dass Griechenland auch neben der Touristik einiges zu bieten hat. Wenn euch interessiert, wie ihr euch über eine griechische Aktie an einem der größten schwedischen Möbelkonzerne beteiligen könnt, warum ihr mit griechischen Aktien auch in Rumänien und Bulgarien investiert seid und wie Griechenland zum Stromversorger Europas wird, dann bleibt bis zum Ende dabei. Hey, du hörst schon viel Alles auf Aktien. Das ist ja quasi unser Text am Anfang, Viktor, ja, wie wir sozusagen die Folge einfliegen. Was sollen wir denn da jetzt noch machen? Das können wir ja transkribieren und einfach in den Vorspann hängen, Elevator Pitch. Super. Sehr gut. Also, Viktor, muss wirklich sagen, ich bin jetzt auch sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich fand die Sache, wie wir am schwedischen Möbelhaus? Genau, da geht es um Ikea, aber dazu komme ich dann später noch bei den Aktien. Das soll so bleiben. Also das ist super. Also wir wissen schon mal, du bist jetzt also kein Fondsmanager für Griechenland, sondern du bist ein Doktorand, der in Oxford studiert, gerade Medizin und der jetzt, was hast du gesagt, Machine Learning, vielleicht kannst du nochmal das genau sagen, damit wir wissen nochmal genau, wen wir haben. Ich mache es ganz kurz. Ich habe schon immer mich für Informatik interessiert und bin so ein kleiner Tech-Nerd. Hat die Leidenschaft zur Medizin hat mich dann am Ende aber doch überzeugt. Und das Ganze irgendwie zu verbinden, habe ich natürlich mit sehr viel Interesse die Fortschritte in dem Digital Health-Bereich verfolgt, wie ja auch schon, wer die Weihnachtsfolge gehört hat, mein Pitch ein wenig hat darauf deuten lassen. Und dementsprechend habe ich mir eine Forschungsarbeit gesucht, wo ich eben möglichst viele Daten, die bei seltenen Erkrankungen ja häufig leider im rar gesät sind, miteinander kopieren oder kombinieren kann und am Ende dann eben neue Verknüpfungen zwischen diesen Erkrankungen und auch Medikamenten finden kann, damit auch diese Patienten, die nicht das Glück haben, dass es da große Pharma-Studien gibt oder das Interesse der Pharmaindustrie, eben versorgt werden können. Cool. Kennst du Tempus AI? Die hatten wir ja vergangene Woche bei Alles auf Aktien als Idee. Und ich gebe zu, ich habe mir auch ein paar Stücke davon gekauft, weil ich die Idee so großartig fand. Da ging es ja auch darum, dass ein Mensch, dessen Frau an Krebs gestorben war, festgestellt hatte, während seine Frau versorgt wird, wie wenig Daten es dazu gibt und wie unstrukturiert die Frau versorgt worden ist. Und deswegen hat er gesagt, da muss ich ein Unternehmen gründen. Das klang so ein bisschen ähnlich, wie du das machst. Kennst du das Unternehmen und findest du, habe ich da eine richtige Entscheidung gemacht oder soll ich besser wieder verkaufen? Als treuer Hörer eures Podcasts habe ich natürlich auch die Idee mitbekommen. Ich selber habe mich mit der Firma noch nicht beschäftigt gehabt und bin auch nicht investiert. Ich glaube, in dem Bereich wird sehr viel passieren. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Amazon-Gründer Jeff Bezos das Statement mitbekommen hat, dass er gesagt hat, wenn er jetzt noch mal jung wäre, würde er in die Biotechnologie oder Pharmaindustrie gehen. Insofern glaube ich, kann man aktuell gerade bei den niedrigen
oder verhältnismäßig niedrigen Bewertung für Biotech gar nicht so viel falsch machen, ist natürlich aber immer ein Hochrisikoinvest. Aber es ist doch, genau, ich wollte gerade sagen, das ist doch wahnsinnig schwierig, weil am Ende schaffen es doch nur wirklich nur wenige und auf die dann die richtigen zu setzen, ist doch extrem schwierig, weil du hast da selbst gerade gesagt, also Tempus AI wäre jetzt noch kein Begriff, Holger hat natürlich gleich investiert, also so geht das wahrscheinlich vielen und was ich auf diesem Feld machen, sind vielleicht 50 Unternehmen aktiv und zwei werden am Ende irgendwie eine Art Blockbuster-Lösung entwickeln, wenn überhaupt. Oder wie würdest du da vorgehen? Woran würdest du glauben, erkenne ich einen guten Akteur in Sachen Biotech? Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Sieht man ja auch an den an der Performance einiger Fonds, die sich da auf dem Bereich versuchen. Ich glaube, was einem tatsächlich eine Edge geben kann, ist, wenn man Erfahrung in klinischen Studien hat und dann eben die klinischen Studien richtig verstehen und deuten kann, weil tatsächlich häufig in den Studien schon gewisse Hinweise versteckt sind, in welche Richtung es geht. Und da habe ich zumindest das Gefühl, dass auch häufig die Analysten das noch nicht so ganz deuten können. Will ich aber auch nicht für mich behaupten, dass ich das so gut deuten könnte, da die Erfahrung mit den klinischen Studien dann häufig hoffentlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren erst kommt. Okay, aber würdest du jetzt, wenn du jetzt investierst in das Feld, würdest du dann sagen, ich nehme so einen Nasdaq Biotech Index oder gibt es ja auch verschiedene ETFs drauf oder würdest du einen aktiv gemanagten Fonds nehmen, würdest du andere Biotech-Indizes nehmen, die noch ein bisschen riskanter sind, weil weniger Titel drin sind, wie gehst du da vor oder was hast du da persönlich? Okay, ja, ich habe tatsächlich eine eigene Biotech- oder Healthtech-Strategie bei mir im Portfolio und da gehe ich nicht auf Fonds oder so, sondern da möchte ich schon die Auswahl selber behalten und da geht es dann auf der einen Seite um Ausrüster für die Forschung, also zum Beispiel eine 10X kann man sich da angucken oder eine Illumina, die jetzt auch in letzter Zeit ziemlich gelitten haben, beide. Aber warum? Das habe ich nicht verstanden. Illumina war ja immer so, das hieß ja immer so, das ist so der Schaufelhersteller dafür. Und dann ging das ja immer weiter runter, irgendeine Gewinnwarnung noch, dann war irgendwie noch ein Liquiditätsproblem und dachte ich so, hä? What the hell ist, was passiert da? Warum genau. Funktioniert das nicht? Genau, Illumina hat aus einer Idee damals unglaublich viel Potenzial schlagen können, eben mit diesem Short-Read-Sequencing. Was die machen, und das wird ja auch auf alle weiteren Modalitäten ausgedehnt und sie haben ja sogar jetzt den Rechtsstreit in den USA gewonnen, und dementsprechend würde man erstmal denken, dass es eigentlich auch sehr gut laufen sollte, aber es ist natürlich auch ein Unternehmen, was gerade in einer Phase wie aktuell, wo die Börsen auch gemischter Gefühle sind, dann auch darunter leidet. Und wie gesagt, ich glaube, die Aktie ist keine schlechte Aktie. Und man kann sich definitiv überlegen, jetzt nach den Kursrückgängen die mal ins Portfolio zu legen. Aber das würde ich jetzt nicht als Basisinvestment empfehlen. Okay, war gut. Bevor wir zu Griechenland kommen, müssen wir jetzt noch fragen, was hast du noch für Biotech-Investments? Oder lassen wir erstmal, dann wollen wir zu Griechenland kommen. Wir haben dich ja eingeladen, weil ja vergangene Woche Holger Schmieding hier war, der erzählt hat, Griechenland wäre das neue Boomland. Und wir hatten Holger Schmieding ja gefragt, stell dir vor, du stehst vor großen Investoren und die wollen ein Chipwerk in Europa errichten. Und welche Länder könntest du dir vorstellen? Dann hat er Griechenland halt als eins der Boomländer genannt. Deswegen Griechenland. Aber jetzt trotzdem, bevor wir jetzt zu Griechenland kommen, noch eine Frage zu, was hast du noch an Biotech-Aktien und dann kommen wir zum Hauptthema. Also ich habe tatsächlich eine Thelen-Aktie bei mir auch im Depot, die auch im Markt, glaube ich, drin ist, und zwar die Oxford Nanopore. Der Frank Thelen ist ja ein sehr umstrittener Zeitgenosse, aber ich glaube, bei der Aktie hat er tatsächlich ein gutes Händchen bewiesen. Ich weiß nicht, wisst ihr, was Oxford Nanopore so ungefähr macht? Nein. Okay. Also Oxford Nanopore ist quasi mit der Idee gestartet, Sequenzierung anzubieten für die Hosentasche. Das Ganze war ursprünglich mal zum Beispiel dafür gedacht, wenn du eine Expeditionsreise nach Afrika machst und dann quasi vor Ort Gewässerproben analysieren möchtest. Und du kannst dann das Gerät quasi direkt an dein Handy oder an dein Laptop anstecken und bekommst sofort die ersten Ergebnisse. Und diese Technologie ermöglicht es halt jetzt auch,
in der Forschung vor allem, aber langfristig sicherlich auch bei Patienten vor Ort und vor allem kostengünstig Analysen zu machen. Ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, wie das genau funktioniert. Aber was man halt geschafft hat, man hat so eine Art Engstelle in diesem Gerät drin, wo die Sequenz durchfließt und die unterschiedlichen Strukturen werden dann quasi mit elektrischen Potenzialen voneinander unterschieden. Okay, und das ist ein Gerät, wo du dann Gene sequenzieren kannst und dann irgendwelche Muster erkennen kannst und Krankheiten detekten oder was? Sowas? Genau, also du kannst zum Beispiel damit mRNA-Sequenzierung machen. Okay. Und das kannst du dann zum Beispiel eben einfach zur Forschung oder du machst, vergleichst eine normale Probe mit einer Patientenprobe. Okay. Und klingt so ein bisschen wie Elizabeth Holmes mit ihrem Blutautomaten. Da wurde die auch so, ey, machst du Blut drauf? Kannst du alles sehen. Aber das ist schon was Solideres. Ja, definitiv. Weil das klingt so einfach. Habe ich so eine Kiste dabei oder kann ich die ans Handy anschließen oder ein Klick und fertig ist. Also es ist schon noch was anderes. Okay. Das ist eine hochkomplexe Geschichte, aber wird gerade sehr, sehr viel eingesetzt und mittlerweile ist die Genauigkeit auch echt gut, nachdem das jahrelang verbessert werden musste, weil eben die Genauigkeit noch nicht so da war, wie zum Beispiel bei der Sequenzierung von Illumina. Okay. Aber wir kommen da mittlerweile nah dran. Und vielleicht noch eine weitere Aktie, die ihr auch schon häufiger besprochen habt und wo ihr ja sogar den Chef kurz vor seinem Abdanken bei euch im Interview hattet, ist die Evotec aus meiner Studienstadt Hamburg, die ja auch sehr, sehr schlecht gelaufen ist. Aber ich glaube, in der Grundlage ist auch Evotec ein solides Unternehmen. Kannst du uns in 2 Minuten, Herr Landthaler, so hieß der gute Mann, der bei uns im November da war, als wir auf dem Eigenkapitalforum waren, Werner hieß er, und wir haben nie verstanden, was die richtig machen, aber Werner hat den Eindruck vermittelt, dass er zumindest weiß, was er tut, und dann haben wir gedacht, naja, dann klingt das ganz gut. Und als Werner dann weg war und dann auch noch rauskam, was Werner alles gemacht hatte, dann ist ja die Aktie auch gefallen. Vielleicht kannst du uns jetzt mal erklären, wo Werner weg ist. Was machen die genau und warum soll ich die unten einsammeln, wo sie jetzt auch noch eine Gewinnwarnung gebracht haben oder sonst was? Es war ja wirklich sehr garstig, das Klima, oder weiß ich nicht. Ja, definitiv. Also die Evotec, die machen viel Auftragsforschung auch. Also du kannst quasi, wenn du eine Idee hast als Firma, dahin gehen und von denen Analysen durchführen lassen. Und die sind halt dann mit sehr vielen Analysegerätschaften ausgestattet, die du dir vielleicht auch als junges Unternehmen nicht kaufen willst oder du vielleicht auch eine gewisse Qualität der Analysen brauchst, die du so in deinem eigenen Lab noch nicht leisten kannst. Und wo so ein bisschen die Idee von mir jetzt war, auch die Evotec aufzusammeln, ist, dass sie halt bei den Kursen ja auch langsam ein interessanter Übernahmekandidat wäre für die Pharma, also große Pharmaindustrie, um sich eben so eine Analysestube einzuverleiben und vielleicht auch der Konkurrenz ein bisschen die Möglichkeiten wegzunehmen. Okay, Analysestube, sehr schön. Dann gibt es ja immer, vielleicht sind ja die Gerätschaften mittlerweile schon mehr wert als das gesamte Unternehmen an der Börse. Das ist ja immer so. Die Reagenzgläser sind mehr wert, genau. Also was man dir nicht vorwerfen kann, Viktor, dass du sozusagen über Aktien sprichst, die gerade an ihrem Hochpunkt sind. Also tatsächlich Oxford Nanopore, der Kurs sieht auch wirklich verheerend aus. Aber warum ist die so gefallen? Warum hat es damit zu tun, dass die keine Gewinne machen und Biotech-Unternehmen insgesamt in diesem etwas hochzinsigeren Umfeld nicht so gefragt sind? Aber dann müssten die ja, wenn jetzt die Zinswende weltweit ausgerufen wird, wir haben ja schon in Europa die Zinswende gehabt, in Amerika dürfte es ja im September soweit sein, könnten die dann profitieren? Man hat ja jetzt schon so ein paar Biotech-Werte, so einen gewissen Rebound gesehen. Also glaubst du da dran? Ja, also definitiv. Natürlich können wir jetzt auch irgendwie über Biotech-Werte wie eine Twist Bioscience reden, die irgendwie 250%, glaube ich, in den letzten Monaten gemacht hat. Aber es geht ja auch so ein bisschen darum, Chancen zu sehen, Chancen zu entdecken. Und ich glaube, gerade bei Unternehmen, die sehr stark verprügelt wurden, kann man die Chancen besser noch nutzen, zum Beispiel auch eine Siemens Energy, über die ihr dann auch nicht mehr so glücklich wart eine Zeit lang, und ich glaube, einer von euch, die sogar dann verkauft hat, die hat mir, glaube ich, die besten Portfolio-Gewinne dieses Jahres
Ich habe die noch. Ich habe die noch. Und diese Woche ist sie eine. Diese Woche ist sie der größte DAX-Verlierer. Das ist nur zur Information. Diese Woche ist ja sowieso keine gute Siemens-Woche. Alles, wo Siemens draufsteht, ist diese Woche nicht so gut gelaufen. Gut, jetzt wollen wir mal zu Griechenland kommen. Und natürlich, wenn wir Griechenland hören, müssen wir als erstes fragen, wie ist das Wetter? Hast du es ein bisschen lauschiger als wir hier in Berlin? Wir haben ja relativ warmes Wetter und am Wochenende werden 35 Grad, glaube ich, oder? Nein, ja, du bist ja 33 Grad. 33. Was habt ihr für ein Wetter in Griechenland? Also es ist schon fast zu warm. Also wir reden hier von 37 Grad aufwärts. Da braucht man absolut die Klimaanlage und den Ventilator am besten zusammen und vor allem sehr, sehr viel Wasser. Ja, und vor allem das ist ein Problem. Und das zweite Problem, wenn es so warm ist, sehe ich ja auch bei uns, dann erlahmt so ein bisschen dieser Arbeitseifer. Und dann haben wir wieder dieses Klischee, ich weiß noch, Griechenland hatte ja immer schlechten Schlagzeilen, da waren es die Pleite-Griechen oder die faulen Griechen oder sonst was. Und so ein heißes Wetter ist ja auch, macht einen ja nicht fleißiger, oder? Oder ist das? Da sprichst du vielleicht was Wahres an, vielleicht macht das die Leute aber auch ein bisschen entspannter, was ja man ja auch so ein bisschen diesem südländischen ja, Temperament mal ab und zu zuschreibt. Es gibt ja schon länger diese Vorurteile, dass die Griechen vielleicht ein bisschen fauler seien, vor allem befördert halt durch die Krise damals. Aber wir hatten ja gerade in den letzten Wochen auch in den Nachrichten die Diskussion über die Einführung der 6-Tage-Woche in Griechenland. Und wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass tatsächlich die Griechenland aktuell schon Platz 1 ist, wenn es um die Arbeitswochenstunden geht, mit 40 Stunden pro Woche Arbeit im Vergleich zu Deutschland mit 34 Stunden pro Woche. Und auch wenn man mal anguckt, wie diese Arbeit verteilt ist, dann sieht man, dass in Griechenland die Teilzeitquote deutlich niedriger ist als zum Beispiel in Deutschland und häufig sogar ein zweiter oder manchmal dritter Job angenommen wird. Okay, also das Klischee haben wir abgeräumt schon mal als erstes. Ja. Da war das zweite Klischee, die arbeiten alle im Staatssektor und sind alle sehr unproduktiv und da können ja viele Stunden gearbeitet werden, aber wenn es unproduktive Stunden sind, dann bringt das ja nichts. Erklär uns da auf, was da passiert ist und hat sich da was geändert? Also das ist definitiv ein Punkt, der ja auch zur Krise geführt hat. Also man hatte auf der einen Seite gewisse Probleme, die Steuern einzusammeln, die man als Staat einsammeln wollte. Und auf der anderen Seite auch eine gewisse Vetternwirtschaft in einigen Staatsinstitutionen. Und das war ja auch eine Herausforderung, mit der die Troika ja dann auch versucht hat, an die Lösung der Krise ranzugehen und eben auf der einen Seite diese Vetternwirtschaft aufzulösen, auf der anderen Seite auch das Rentenalter anzugehen. Und die Steuereintreibung. Habt ihr jetzt in Griechenland, ist jetzt so ein deutsches Finanzamt, was hochachtungsvoll immer unten drin schreibt und auch aufpasst, dass du pünktlich zahlst und wenn du eine Woche zu spät ankommst, dir auch einen Verzugszins berechnet? Gibt es in Griechenland jetzt auch diese wunderschönen Sachen, die wir hier haben? Also ich habe ja glücklicherweise tatsächlich aufgrund meines Alters noch nicht ganz so viel mit Finanzämtern zu tun. Ab und zu die ein oder andere Kapitalertragssteuer in Deutschland. Aber in Griechenland bisher bin ich da noch dran vorbeigekommen. Aber was man sieht, und da sprechen wir später auch nochmal drüber, ist, dass die Digitalisierung in den Behörden in Griechenland sich deutlich verbessert hatte. Unter anderem auch besonders unter dem von Kyriakos Mitsotakis eingesetzten Digitalisierungsminister. Wie haben die denn das gemacht? Aber so schnell wie, ich meine, ja. Wann ist denn das passiert? Also, genau. Also wir reden ja in Deutschland auch, ich weiß ja selbst, seit 10 Jahren von Digitalisierung und dass uns das Effizienzgewinne bringt, gerade in den Verwaltungen, passiert nicht so richtig. Über was für einen Zeitraum reden wir denn da in Griechenland? Naja, die ganzen Veränderungen wurden ja ungefähr jetzt über einen Zeitraum von 10 Jahren angestoßen, würde ich sagen. Und manchmal sind das, glaube ich, dann auch einfach kürzere Dienstwege oder weniger Vorschriften und Regularien, die dann dafür sorgen, dass eine Umstellung schneller von der Hand geht. Und auch die ein oder andere Firma in Griechenland, die dazu beigetragen hat, da habe ich euch auch für später eine Aktienidee mitgebracht.
Und auch ein Cliffhanger nach dem anderen hier. Das ist sehr gut, ja. Die Corona-Krise hat zum Beispiel auch dazu beigetragen. Also da war man ja enormen Herausforderungen gegenübergestellt. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, in Deutschland hat man eine Ausgangssperre gemacht, die dann einfach generell war. Und in Griechenland gab es was Ähnliches. Aber da konnte man dann einfach komplett, einfach eine SMS ans Amt schicken und dann kam nach kurzer Zeit eine Bestätigung, wenn man einen Grund hatte, dass man dann doch raus durfte. Und dann hat man das Go bekommen, oder was? Okay, du kannst das Haus verlassen, oder wie? Genau. Okay, sehr gut. Aber sind jetzt sämtliche Bürger-Staatstransaktionen digitalisiert? Also könnte ich jetzt einfach meinen Personalausweis elektronisch bestellen? Könnte ich mir ein polizeiliches Führungszeugnis ganz einfach machen? Das geht es in Deutschland auch elektronisch, aber das ist sehr kompliziert. Das haben wir schon mal für den Sohn machen müssen. Und kann ich andere Sachen auch einfach digital machen? Oder ist es nur punktuell? Also ich glaube, komplett digitalisiert sind wir auch hier in Griechenland noch nicht. Und wir reden ja auch immer von Trends, wenn wir hier über die Veränderung von sozusagen dieser großen Krise zu heute reden. Und in vielen Bereichen sind wir da natürlich nicht vergleichbar mit einem Land wie Deutschland, weil ja Griechenland jetzt auch gerade erst wieder so ein bisschen den offiziellen Status eines entwickelten Landes erreicht. Um den einen oder anderen Behördengang müsst du auf jeden Fall nicht herumkommen. Aber okay, ist ja nicht so wie in Dänemark, die ja komplett digitalisiert sind. Das ist ja das Faszinierende. Nein. Und da hatte jemand eine ganz geniale Idee gehabt. Wir sollten einfach zu den Dänen gehen und sollten sagen, bitte mal eure Software hergeben. Und die setzen wir dann bei uns in Deutschland ein. Und dann machen wir einfach innerhalb von 2 Monaten, gut, muss man noch einen Übersetzer machen, weil die meisten können wahrscheinlich kein Englisch oder kein Dänisch in den deutschen Behörden. Und dann würde man das einfach machen. Das war, fand ich, Daniel Stelter hat das im OMR-Podcast gesagt, die Idee. Die fand ich ziemlich gut. Und ich meine, das sind teilweise auch nochmal ganz andere Herausforderungen, denen du hier begegnest. Also du kannst zum Beispiel deine Stromabrechnung und so über die staatlichen Versorger, das läuft alles schon digital. Auf der anderen Seite hat aber auch nicht jedes Haus hier eine Adresse. Das heißt, oft musst du dann eine Handynummer angeben oder eine Adresse. Und wenn dann keine da ist, dann musst du halt doch wieder zum Amt. Und wie gesagt, das sind ganz andere Probleme, als denen wir teilweise in Deutschland gegenübergestellt sind. Das klingt ja wirklich noch wie ein Entwicklungsland eher, wenn ihr keine Adresse habt. Ja, aus deutscher Sicht klingt das. Ja, also, aber trotzdem, ich meine, das ist ja wie Jakarta, wo du auch, wir hatten ja mal hier den Chef von Trade Republic, der erzählt hat, wie er damals ein IPO gemacht hat mit Rocket Internet und die irgendwie in Jakarta Sachen ausliefern konnten, nur aufgrund von GPS-Daten, weil es auch keine Adressen gab. Fand ich spannend. Und ihr habt versucht mal in Angermünde eine Handynetzverbindung zu kriegen. Also ich glaube, da sollten wir auch in Deutschland uns auf die eigene Schulter fassen und nicht zu abwertend auf andere Länder hinabschauen. Wir haben da, glaube ich, alle noch ganz viele Probleme. Jeder hat Probleme. So sein Säcklein zu tragen, oder wie man sagt. Sind wir mit der Digitalisierung schon durch? Weil ich will eigentlich nochmal zurück zur 6-Tage-Woche. Ja. Weil mich würde mal sehr interessieren, wir haben das ja hier bei uns in Deutschland, wurde das groß diskutiert. Wie ist das denn eigentlich in Griechenland angekommen? Weil die Idee, glaube ich, ist ja, oder die Notwendigkeit besteht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch aufgrund des Fachkräftemangels, ne, dass man da irgendwie versucht, Potenziale zu heben. Wie sieht man das denn in Griechenland? Haben alle geschrieben, juhu, endlich 6 Tage? Oder gibt es da auch diese Unterschiede zwischen den Generationen? Also bei uns wird ja gesagt, dass die Generation Z beispielsweise doch sehr mit der 4-Tage-Woche liebäugelt. Wie war die Stimmungslage oder ist die Stimmungslage in Griechenland dazu? Ja, also dieses Vorurteil über die Generation Z ist auf jeden Fall ein sehr schönes Vorurteil, was auch tatsächlich zu großen Teilen stimmt. Ich sehe das immer häufiger jetzt auch bei Freunden, mit denen ich letzte Woche in Hamburg gesprochen habe, die als Ingenieur natürlich gut bezahlt anfangen und dann gibt es die erste Gehaltserhöhung und bei der zweiten überlegt man sich dann schon, wenn so viele Steuern weggehen, ob man das dann doch noch machen möchte. Und da hat Griechenland, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, weil, wie gesagt, es gibt schon eine sehr hohe Vollzeitquote, es gibt eine hohe Zweitjobquote und man hat so ein bisschen versucht, nicht nur den Fachkräftemangel, den es auf jeden Fall gibt, einzufangen, sondern auch die Schwarzarbeit Quote dadurch niedriger zu kriegen, dass man dann eben sagt, okay, am Samstag bekommt ihr 40% mehr Lohn und dann Sonn- und Feiertagen sogar 115%.
Und die Diskussion, die dann in Deutschland entstanden ist, hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil wenn ich da richtig informiert bin, hast du ja auch in Deutschland den Samstag eigentlich schon als regulären Werktag, nur dass es eben nicht diese plus 40% gibt. Insofern ist das doch eigentlich eine ganz angenehme Aktion von der griechischen Regierung. Was heißt denn, wer zahlt denn die plus 40%? Muss es der Arbeitgeber zahlen? Sind es niedrigere Steuern oder wie kommen die plus 40%? Und ich finde diese sonntäglichen plus 115, das fand ich auch ganz hübsch. Wer zahlt das? Genau, also möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird das vom Arbeitgeber getragen. Okay, also der Arbeitgeber hat den Druck, mehr Arbeitszeit zu haben und die Leute auch samstags zu beschäftigen. Dafür kriegen die Leute halt auch mehr und okay. Genau, das gilt ja auch vor allem für Angestellte im Schichtbetrieb. Und wie ist die Stimmung insgesamt in Griechenland? Würdest du sagen, da spürt man richtig den Aufbruch und diesen Boom, den ja den Holger Schmiedinger vergangene Woche hier ausgerufen hat? Spürt man den überall auf den Straßen? Sieht man irgendwie, dass viele junge Menschen ins Land kommen, dass viele Leute kommen und da arbeiten wollen und sagen, oh, Griechenland, super? Oder so eine, wie ist so die Stimmung in Griechenland? Ja, das kommt tatsächlich sehr drauf an. Also ich habe das vorhin einmal selber gegoogelt, damit ich euch den Wert nennen kann. Und das Durchschnittsnettoeinkommen, das Durchschnittsnettojahreseinkommen für Singles liegt anscheinend noch bei 17.000 Euro pro Jahr, was ja doch eine sehr, sehr niedrige Zahl ist. Das heißt, all diese Entwicklungen, die sind auf jeden Fall spürbar, aber auch noch nicht überall angekommen. Wenn wir jetzt natürlich auf die jungen Leute kommen, da ist es traditionell schon in Griechenland so gewesen, dass wenn du was erreichen wolltest, dann hast du deine Kinder zur Ausbildung oder für eine Weile ins Ausland geschickt, einfach um diese Erfahrung zu sammeln, um Verknüpfungen auch im Ausland aufzubauen und dann später wiederzukommen. Also es gibt durchaus die Rückkehrer und auch in meinem Umfeld, gerade auch aus Deutschland, sind es doch mehr Griechen, die jetzt wieder zurück in die Heimat kommen, aufgrund eben der verbesserten Aussichten. Und es sind auch weniger Griechen, die weggehen. Aber wie gesagt, wir reden da immer noch von einer Lage, die noch nicht überall angekommen ist. Wenn wir natürlich jetzt eher auf Infrastrukturprojekte gucken oder auch auf die Energiesituation in Griechenland, dann würde ich sagen, ist das schon ein Punkt, wo man jetzt so richtig eine Aufbruchsstimmung sehen kann. Und das sieht man ja schon, wenn wir jetzt über das gesteigerte Interesse von Auslandsinvestoren reden, wie zum Beispiel auch im letzten Podcast angesprochen. Durch die Hochstufung von Griechenland auf den Investable Grade und auch das gestiegene Interesse an IPOs zum Beispiel war ja im letzten oder in diesem Jahr der griechische Flughafen, der an die Börse gekommen ist und der Börsengang war mehrfach überzeichnet. Und genau. Also siehst du schon, dass der Boom in einigen Bereichen schon richtig zu sehen ist, zu spüren ist, in anderen Bereichen noch nicht. Denn wenn ich mal das Bruttoinlandsprodukt mehr angucke, da gab es ja den Höchststand des Bruttoinlandsprodukts gab es im Jahr 2006 und da sind wir immer noch relativ weit entfernt von. Also ich gucke mal mir den Chart an, der Höchststand war genau 2006 und wir sind jetzt ungefähr noch 30% drunter. Also diese ganze Krise, die es ja gab, die ja so in Schüben ging, 2000, also Finanzkrise gab es ja erstmal, dann gab es die zweite Krise, dann 2012 nochmal und dann natürlich nochmal Corona. Das ging immer so in Schüben, oder? Da haben wir noch was aufzuholen. Also der alte Wohlstand ist noch nicht wieder da. Definitiv nicht. Und wir sind gerade an diesem Umbruchspunkt. Also ich fand das selber ganz spannend. Ich war jetzt vor 2 Wochen in London bei der EBRD, bei der European Bank for Reconstruction and Development. Und die sind ja eben vor allem auch in Osteuropa tätig und in Entwicklungsländern und eben auch in Griechenland tätig gewesen. Und tatsächlich beenden die dieses Jahr ihre Förderprogramme in Griechenland, weil sie eben sagen, bis jetzt war es noch nötig, aber jetzt schafft Griechenland gerade diesen Sprung wieder zurück in Richtung Entwicklungsland. Und dann wollen sie eben auch den Weg freimachen für
institutionelle Investoren, die jetzt halt erst durch diese Hochstufung auch wieder die Möglichkeit haben, großflächig im Land zu investieren. Und ich glaube, dieses gestiegene Interesse, das sehen wir jetzt auch gerade mit den ersten Deals und eben großen Infrastrukturprojekten. Also ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber jetzt gerade in den letzten Wochen gab es die größte Energietransaktion an der Athena-Börse jemals. Da sprechen wir von Terna Energy, falls euch die was sagen. Auch eine Aktie, die eben vor allem die erneuerbaren Energien in Griechenland vorantreiben wollte. Und Masta aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich damit 67% für 3,2 Milliarden beteiligt. Und ich glaube, dadurch, dass solche Deals jetzt wieder kommen, sehen wir eben, dass es in die richtige Richtung geht. Aber der Weg ist noch weit. Und genau da eröffnen sich, glaube ich, die Chancen, über die wir heute auch sprechen werden. Weil wenn jetzt schon wieder der Stand von damals erreicht wäre, dann wäre es nur so halb so interessant für uns. Terna Energy, worauf sind die denn fokussiert? Ist das in Griechenland, denkt man ja dann ja eher an Solarenergie als an Windkraft oder so? Oder ist das, liege ich da falsch? Also die haben tatsächlich 20% der griechischen Windenergie abgedeckt und sind der größte Anbieter für grüne Energie, für, sag ich mal, den Normalbürger und decken 10% des erneuerbaren Sektors ab. Und es geht tatsächlich um beides. Also du hast viele Windkraftanlagen, das hat deutlich zugenommen in den letzten Jahren, aber noch nicht so diese riesigen Windparks, wie wir das jetzt aus der Ost- oder Nordsee kennen. Also das sind dann eher so einzelne Windkraftanlagen, die auf Bergkuppen oder Bergspitzen stehen, dafür aber dann auch richtig viel Energie produzieren. Was sind denn so die Branchen, die sich jetzt ansiedeln? Du hast ja schon gesagt, okay, erneuerbare Energien, das ist nachvollziehbar. Aber was gibt's denn noch? Wer kommt nach Griechenland noch? Sind es Dienstleistungsunternehmen? Also weiß ich nicht, Tourismus könnte man, das war ja bisher wahrscheinlich schon. Aber oder gibt es wieder sowas wie eine Industrialisierung oder welche Ansiedlungen kannst du in Griechenland erkennen? Genau, also erneuerbare Energien ist auf jeden Fall ein sehr großer Punkt, wo Griechenland auch lange zurückhing. Also da ist eigentlich der wirkliche Sprung ist jetzt gerade erst in letzter Zeit. Ist in letzter Zeit entstanden. Also Mitsotakis hat ja damals, als er 2019 an die Macht gekommen ist, die Wahl gewonnen hat, angekündigt, dass er eben den erneuerbaren Anteil erhöhen möchte, gerne in Griechenland. Und der lag damals auch noch bei 22% und die Braunkohle hat, importierte Braunkohle hat dann noch den Energiemarkt bestimmt und immerhin jetzt dieses Jahr sind wir schon bei 41%. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich später auch mit meinen Ideen ansprechen werde. Mhm. Ein weiterer Faktor ist für mich ganz klar, so ein bisschen Griechenland als Hub für den Balkan zu sehen. Also ihr habt ja auch so ein bisschen euch gefragt, wie kann ich in Bulgarien, wie kann ich in Rumänien investieren? Und tatsächlich ist Griechenland da so ein bisschen der große Bruder der Balkanländer und viele Infrastrukturfirmen in Griechenland sind da auch beteiligt. Und ein weiterer, für mich persönlich auch sehr, sehr spannender Zweig, der jetzt etwas schwerer investierbar ist, zumindest lokal, sind tatsächlich die Data Centers, die natürlich dann auch durch günstige Energie wieder begünstigt werden. Und da gab es jetzt gerade in letzter Zeit zwei Ankündigungen von Google und Microsoft ich meine auch Amazon, die da für über 1 Milliarde investieren wollen. Okay, also weil die Energie so günstig ist und Energie ist ja auch, heißt ja, ist ja gleichbedeutend mit Intelligenz mittlerweile, wo ich günstige Energie habe, habe ich Datacenter, wo ich Datacenter habe, kann ich die laufen lassen und aus Daten was Kluges machen und so weiter. Und das wäre auch, also können Sie sich auch vorstellen, dass ihr so ein KI Spezialisierung in Griechenland erleben werdet? Und dass dann auch Unternehmen dahin kommen, die dann ihre Anwendungen laufen lassen? Es ist sicherlich nicht nur die Energie, also es ist auch Arbeitskraft. Wir haben immer noch eine Jugendarbeitslosenquote, glaube ich, von 25%. Immerhin kommend von über 50% zu Hochzeiten der Krise, was durchaus beachtlich ist.
Und eben auch Löhne, die die ja auch dazu geführt haben in ganz Osteuropa, dass sich eben große Firmen mit langfristiger Aussicht ansiedeln. Und der nächste Punkt ist eben diese Nähe zum Balkan, weil man möchte halt diese Datencenter dann als Zentralen für den gesamten Traffic im Balkan aufbauen. Jetzt gibt es ja auch Nähe zur Türkei. Das ist ja immer so eine gewisse Rivalität gewesen. Wie ist da das Verhältnis? Und die wollen ja wahrscheinlich auch ein Hub sein. Und jetzt sind da zwei, die ein Hub sein wollen. Wie ist das zu bewerten? Ja, das ist schon sehr, sehr lange natürlich ein Problem. Von beiden Seiten auch immer weiter geprägt. Natürlich auch mit dem ruhenden Drachen in Zypern, mit den Bodenschätzen im Mittelmeer, um die sich da gestritten wird, und dann auch noch zwei NATO-Länder, die beide sehr starkes Militär haben. Da kommt es beinahe täglich zu Luftverletzungen, also Luftverletzungen durch die Türkei. Und ich will sicherlich auch nicht die Rolle der Griechen runterspielen. Und ich glaube, auch da macht Mitsotakis einen ganz guten Job, dass er versucht, diese Provokationen, die dann doch immer wieder von Erdogan ausgehen, nicht zu ernst zu nehmen und zu versuchen, eine freundschaftlich neutrale Position aufrechtzuerhalten. Jetzt gab es ja immer, ähnlich wie in der Krise, so Verschwörungsdullis, die gesagt haben, na, die Griechen, die sind doch ganz reich, die haben doch ganz viele Bodenschätze. Und das war diese Bodenschätze, über die du auch gesprochen hast, im Mittelmeer. Irgendwie, wo ja auch so ein bisschen mit der Türkei sich drum gerangelt wird, wem gehören die denn? Was ist denn da die Phase, und was kann man da rausholen, und wird das gemacht? Also das ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren, aber jetzt kommt da auch wieder Bewegung rein. Also ich habe das mal ausgerechnet im Westionischen Meer. Das sind ja dann noch Vorkommen, die man, sag ich mal, ohne größere politische Streitigkeiten anzapfen könnte. Da haben wir ungefähr 100 bis 400 Jahre Bedarfsdeckung an Öl und Erdgas für Griechenland. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Mädchenrechnung, ja, Wenn man das ja auch exportieren möchte. Aber da gibt es durchaus, die an einen oder anderen Schätze im südlich von Kreta. Das ist ja auch ein Gebiet, über das häufig geredet wird. Da werden jetzt auch die ersten Studien durchgeführt von größeren Unternehmen, auch aus den USA. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer kein einfaches Unternehmen, wo man auch sehr bedacht vorgehen sollte. Und Griechenland hat ja auch diese Strategie, die ja auch in ganz Europa gefahren wird, halt möglichst den Anteil an fossilen Energien zu minimieren. Und was mich freut, geht das Ganze ein bisschen weniger Ideologie an als zum Beispiel Deutschland, und hat diese ganz klare Strategie, die man, glaube ich, auch überall sehen kann, aber eben ohne dieses von heute auf morgen und unkoordiniert alles abschalten. Okay, also ist schon so, dass ihr sagt, wir wollen es nicht sofort aus dem Boden holen, aber es ist trotzdem schon, ihr sagt nicht von vornherein, lassen wir alles drin, oder wie was meinst du jetzt mit unideologisch? Genau, also da geht es auch unter anderem darum, dass man halt zum Beispiel auch für den Kohleausstieg, ich glaube, der ist für Ende der 20er Jahre gedacht. Und es geht einfach darum, keine voreiligen Dinge zu tun, sondern eben bedarfsorientiert langsam auszusteigen und umzusteigen. Und eben auch die hervorragenden Möglichkeiten in Griechenland zu nutzen. Also, wie wir ja schon gesagt haben, Sonne und Wind gibt es hier reichlich. Und da ist auch so ein bisschen die Idee von Griechenland, sich eben fast schon unabdingbar für Europa zu machen, indem man so ein bisschen der Energieversorger für Europa werden möchte. Wie ist das denn eigentlich so einen relativ gut gesetzten und sehr akzeptierten Regierungschef zu haben mit Mitsotakis? Der ist ja irgendwie doch, scheint zumindest aus unserer Perspektive, sehr unangefochten und kann dadurch auch ja viele Reformen fortführen, anstoßen etc. pp. Das Gefühl kennen wir ja hier in Deutschland so gerade überhaupt nicht. Ist es wirklich so, dass sich die Regierung quasi so auf diesen Führungsstil oder auf diesen Anführer, sag ich mal, erstmal gerade eingeschworen hat? Ja, also es ist tatsächlich, vielleicht muss man da auch ein bisschen in seine Geschichte zurückgehen, um das Ganze zu verstehen. In Griechenland gibt es ja
häufiger so ein bisschen das Klischee auch der Vetternwirtschaft und dass sozusagen es eine politische Kaste gibt, die dann die Jobs so Familien, weiter, so Familien, die es so weiterreichen, genau. Genau, und da tatsächlich hatte Herr Mitsotakis gar nicht mal so einen einfachen Standpunkt, weil er schon sein Vater auch Premierminister war und er sozusagen den Großneffe von Eleftherios Venizelos ist, der so als der größte Politiker der neugriechischen Geschichte gilt. Und kommt sozusagen tatsächlich aus so einer Familie, die dann vielleicht immer ein bisschen bezweifelt werden erstmal. Aber man muss ihm auch lassen, er hat eine unglaublich gute Ausbildung in Harvard und Stanford genossen. Er war vorher in der Finanzbranche tätig, er war bei McKinsey, er war bei Banken, er war im Private Equity Sektor in Griechenland tätig und hat dadurch einfach eine sehr gute Basis und sehr viel Kompetenz, die ja auch manchmal bei deutschen Politikern angezweifelt wird. Und dementsprechend hat man so ein bisschen über die anderen Dinge hinaus gesehen. Und er vereint auch eine sehr spannende Politik in sich. Auf der einen Seite ist ja die Nea Demokratia eine konservativ zentrale Partei, ähnlich der CDU, die aber auch sehr wirtschaftsliberal wirkt, in eine ähnliche Richtung, wo ja auch Friedrich Merz und Linnemann hinwollen. Und das Ganze zeigt dann auf der einen Seite eine relativ restriktive Flüchtlingspolitik, auf der anderen Seite eben diese Möglichkeit von ihm, vielleicht auch über Kontakte eben Investitionen in das Land zu holen. Und diesen grünen Gedanken oder den erneuerbare Energien Gedanken nach Griechenland zu holen, ohne dass er da an Ideologie gebunden ist und eben auch, was ja für viele vielleicht auch überraschend kam, dass er als erstes christlich-orthodoxes Land und auch erstes osteuropäisches Land die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt hat in Griechenland, wo die Familien eh etwas konservativer ticken. Und dafür hat er auch Kritik geerntet, aber wenn man eben so eine gute Leistung erbringt, dann kann man auch mal etwas machen, was vielleicht von noch nicht allen im Land so gewünscht worden ist. Also du würdest sagen, weil er Glück hatte, dass seine Reformen sofort positiv sichtbar waren, ist er auch dann wiedergewählt worden und deswegen hat er gerade so ein Momentum und weil das Land das Boomland klingt oder? Ich würde nicht nur von Glück reden, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Griechenland genauso wie die meisten anderen europäischen Länder vor immense Herausforderungen gestellt wurde. Auf der einen Seite, Griechenland ist immer noch ein Tourismusland und mit Covid war da ja wirklich zumindest ein Jahr lang gar nichts los und da sind wir aktuell wieder bei besseren Zahlen als vor Covid. Also das hat sich jetzt tatsächlich auch sehr schnell wiederholt, war aber eine tiefe Zäsur in Griechenland. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine große Abhängigkeit von Russland vor dem Krieg. Da hat man sehr viel importiert vorher. Und das ist natürlich sehr schwierig. Ich meine, Habeck nutzt das ja in so ziemlich jedem Interview als Ausrede, dass er sagt, wir regieren in schwierigen Zeiten. Aber zur Verteidigung kann man natürlich auch sagen, wenn man mit absoluter Mehrheit regiert, dann geht auch vieles einfacher vor der Hand. Und dazu kommt dann noch, dass er sich relativ jung gibt, der sehr aktiv auf Instagram und TikTok ist. Und dadurch sicherlich auch. Das ist Olaf Scholz ja auch. Das ist ja Olaf Scholz auch. Genau. Ja, Olaf Scholz Aktentasche habe ich gehört. Ich bin selber nicht auf TikTok, aber ich glaube, da war sowas. Okay, die Aktentasche von Olaf Scholz. Jetzt bin ich in Griechenland am Peloponnes gewesen und da waren immer Seeigel im Meer. Hast du so ein, und da waren die Strände waren auch nicht so schön sandig. Sag mal, wo muss man hinfahren, wenn ich mal den griechischen Boom erleben wollte und dazu noch ein Meer habe, wo ich nicht in den Seeigel trete. Wo fahre ich da hin? Ja, sehr gute Frage. Da will ich natürlich auch euch nicht verschweigen, welche Regionen in Griechenland man so besuchen sollte. Ja. Also Peloponnes, damit hast du eigentlich schon gar nicht so viel falsch gemacht. Ist für mich eine der schönsten Regionen, die auch sehr, sehr vielfältig sind.
Man ist ja sehr, sehr schnell über die Autobahn, auf die wir bei den Aktienideen auch noch zu sprechen kommen, auf Philipp von Nees und kann da einen wunderschönen Roadtrip machen. Also das würde ich auch empfehlen, da mal 2 Wochen zu nehmen und einfach einmal außen rum zu fahren. Das haben wir auch gemacht. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich Delphi, das Orakel besuchen wollte. Und dann stand ich da vor so einem Steinhaufen. Es waren auch 40 Grad. Und dann merkte ich, was erkenne dich selbst, was da eigentlich mit gemeint war. Und dann bin ich von dem Steinhaufen wieder weggegangen. Wobei, da bist du ja schon ein bisschen nördlicher. Also auf Peloponnes, ich weiß nicht, ob ihr auch in Olympia wart. Also ich erinnere mich noch, als mein Bruder und ich jung waren, da sind wir mit unseren Eltern da häufiger mal hingefahren und dann im alten Stadion um die Wette gerannt und haben uns da den alten Griechen noch näher geführt. Oder in Kalamata die besten Oliven der Welt zu genießen, ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Und wenn man dann noch weiter nach Süden runterfährt, in die Mani, das ist eine sehr, sehr abgelegene Region Griechenlands und die auch tatsächlich immer unabhängig war von den Türken und von dort aus übrigens auch die Unabhängigkeitsbewegung in Griechenland gestartet ist. Und wie gesagt, für so einen Roadtrip einiges zu sehen, aber es möchte auch nicht jeder einen Roadtrip machen. Manche wollen ja auch eher so das Highlife, die weiß-blauen Häuser, die man sich so vorstellt, das Island-Hopping. Und da muss man dann auf jeden Fall auf die Kykladen gehen. Am bekanntesten wahrscheinlich Mykonos und Santorini, die ein wenig beladen sind von Touristen. Dann eher empfehlen. Santorini ist ja ein wenig. Aber er würde empfehlen, er wollte noch eine Empfehlung. Würde dann eher empfehlen, zum Beispiel nach Paros zu fahren. Das ist eine Nachbarinsel, da kann man auch gut feiern. Hat auch ein wunderschön blau-weißes Städtchen, was man durch die Gassen gehend erkunden kann und ist eben nicht ganz so überfüllt. Und da bietet sich auch immer gut der September an, weil das ist schon so ein bisschen das Auslaufen der Saison, wo das Wetter noch super ist, das Meer warm, aber man deutlich mehr Platz in der Stadt hat. Und da hat Holger dann auch seine guten Strände und keine Seeigel oder sind da auch Steinstrände? Das ist tatsächlich so ein Problem in Griechenland. Du hast sehr, sehr schöne Sandstrände, die aber häufig vor den Hotels liegen und auch künstlich mit Sand befüllt werden. Rein natürlich sind die meisten Strände in Griechenland eher Steinstrände. Du hast einige schöne Sandstrände im Ionischen Meer. Also das sind ja die westlichen Inseln. Da geht es so Korfu, Zakynthos, Kefalonia. Die Region, die ja auch lange venezianisch war, also da ist dann der Architekturstil wieder ein bisschen anders. Da gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen Strand, insbesondere bekannt ja auch für mich jetzt nicht so der schöne Strand, aber ihr kennt vielleicht dieses Foto von diesem Wrack, was in einer Bucht liegt, was man ganz häufig sieht, wenn man Bilder aus Griechenland sieht, das ist auch Zakynthos. Ansonsten gibt es da aber auch wunderschöne Sandstrände, wo die Meeresschildkröten ihre Kinder kriegen. Und wenn man Glück hat, dann kann man da vielleicht auch die ein oder andere Meeresschildkröte schwimmen sehen. Sehr cool. Jetzt sagen ja viele, Athen wäre richtig pulsierend und wenn man da abends wäre, würde man das alleine schon an dem Lichtfaktor sehen, wie hell das ist und was da wirklich los ist im Vergleich zu anderen Städten und im Vergleich zu Berlin, hat mir jemand erzählt. Ist das so, dass Athen gerade the place to be ist und wo geht man da hin? Definitiv. Also ich meine, Athen ist schon länger der Hotspot gewesen, natürlich wirtschaftlich vor allem auch. Fast die Hälfte der Bevölkerung oder man muss sagen, fast die Hälfte der in Griechenland lebenden Bevölkerung, die lebt in Athen und so kommt es auch, dass Athen, glaube ich, 3,5 Millionen Einwohner hat. Lange Zeit auch sehr voll, dreckig, laut war. Aber muss ich auch sagen, in den letzten Jahren war ich häufiger mal ein Wochenende in Athen. Und jetzt, wo die Amu, die Haupteinkaufsstraße, zu einer Fußgängerzone größtenteils gemacht wurde und sich da auch rund um die Akropolis sehr viele Restaurants wieder aufgemacht haben und wieder auch Clubs in die Stadt kommen, da bietet Athen wieder eine sehr, sehr schöne Destination für den Wochenendtrip. Oder vielleicht auch, bevor es dann auf die Inseln geht, einfach mal 2 Tage in Athen bleiben, durch die Straßen kummeln,
auf die Akropolis rauflaufen und den einen oder anderen Kaffee im griechischen Kaffinian trinken. Ach, jetzt haben wir schon ein bisschen Tourismuswerbung gemacht, das ist schon mal gut. Und jetzt wollen wir noch mit Aktienwerbung machen. Du hast ja schon jedes Mal bei den einzelnen Geschichten schon so ein bisschen, ja, und dann werden wir da noch über eine Aktie reden, als wir Infrastruktur über eine Brücke gefahren sind. Dann werden wir da über Aktien reden, als es um Energieversorgung ging. Vielleicht kannst du jetzt uns eine kleine griechische Aktien, noch eine kleine Aktienfahrt mit uns Reise unternehmen. Eine Reise, danke. Ja, und Reise ist auch schon das richtige Stichwort. Nämlich die erste Aktie, die ich mir ausgesucht habe, das ist die Aegean, die Fluggesellschaft in Griechenland, kann man schon fast sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit denen geflogen seid, die gehören ja auch zur Star Alliance. Ja, wir sprechen von einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde, KGV bei 6, Fluggesellschaften ja eh immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich auch aktuell Minus Einkommen sozusagen. Also Umsatz wurde zwar um 17% gesteigert, aber da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber warum ich diese Aktie ausgewählt habe, ist, dass immer wieder, wenn ich mit Aegean fliege, dann fühle ich diese griechische Philoxenia, diese Gastfreundschaft, weil Aegean noch eine der wenigen Fluggesellschaften ist, die tatsächlich das Niveau von vor 15 Jahren erhalten hat. Also es gibt noch kostenlos und ohne Aufpreis Getränke, Essen. Man wird sehr, sehr nett und freundlich begrüßt. Aber deswegen machen die auch ein Minus. Hast du dich das nicht gefragt gerade? Ich meine, wenn du das so erzählst, wenn ich so eine No-Frills-Airline habe. Genau, noch dazu gesagt, ich glaube, dass gerade im Bereich Tourismus eben der Service viel wert ist. Wir haben ein stetiges Wachstum. Also sicherlich könnte man da die eine oder andere Einsparung machen, um dann auch schneller positiv zu werden. Aber man möchte eben, die aktuell 249 Routen, die man anfliegt, noch weiter ausbauen. Man hat jetzt zum 13. Mal in Folge und 14. Mal insgesamt in 25-jährigen Firmenbestehen die Best Regional Airline in Europe Auszeichnung gewonnen, was, glaube ich, wirklich Bände spricht. Man hat gratis Wi-Fi als Jugendlicher. Da gibt es nämlich jetzt ein Programm für unter 25-Jährige, das Generation-Programm, wo man eben versucht, diese jungen Weltenbummler mehr anzuziehen. Und man bekommt vergünstigte Flüge, man kann sein Gepäck kostenlos teilweise mitnehmen, den Koffer. Man, das ist ja wie, das ist wie das altes Haustier Jahrhundert. Mitnehmen. Alter, ja, das ist natürlich ein interessantes Modell quasi. Da muss man aber unter 25 sein, also alte Säcke wie wir. Wir hätten das Problem, dass wir das nicht hätten. Wir müssen für den Koffer bezahlen, Wi-Fi genau, müssen wir auch extra buchen. Für uns gilt das nicht. Für euch gibt es natürlich noch das Standard-Bonusprogramm, was jetzt auch neu aufgelegt wurde, wo es dann häufiger mal das eine oder andere vergünstigte Upgrade gibt. Aber die Griechen haben sich das schon ganz gut überlegt bei Aegean, weil eben so viele junge Griechen ins Ausland gehen, weil so viele Griechen im Ausland leben. Das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Ja. Also es gibt ja diese griechische Diaspora mit genauso vielen Griechen im Ausland wie im eigenen Land, was dann zu so lustigen Konstrukten führt, dass Melbourne tatsächlich von griechischen Einwohnern her die drittgrößte griechische Stadt ist, mit über 300.000 Griechen. Und die wollen natürlich auch alle ab und zu mal wieder in die Heimat fliegen. Und genau deshalb ist, glaube ich, Aegean gar nicht so die schlechte Idee. Ich bin mit Sicherheit. Die fliegen auch Langstrecke, aber das ist ja grundsätzlich das profitablere Business. Genau, und hauptsächlich natürlich fliegen die auch Ziele in Europa an, aber es sind insgesamt 47 Länder und auch die ein oder andere längere Strecke dabei. Ist auch Berlin? Ist auch Berlin bei? Berlin ist auch dabei, ja. Also ich flieg häufiger. Okay, stimmt, das ist ja deine Heimatstadt Berlin. Genau. Und ich meine, mit einem Verlust von 21 Millionen kann man, glaube ich, was draus machen. Ja, zumindest wenn man noch mehr als 21 Millionen in der Kasse hat. Wenn man weniger hätte, dann wäre es schwierig. Genau. Aber gut, du hast den Fluglinie. Das ist Nummer eins. Jetzt mal die Reise. Ja. Jetzt Jetzt kommen wir zu IKEA. Und zwar ärgere ich mich ja immer so oft, dass es Firmen gibt, die du nicht investieren kannst. Das ist zum Beispiel eine Bosch in Deutschland. Und da gibt es eben auch IKEA. Ich glaube, keine Firma hatte so einen einprägenden Einfluss auf meine Studienzeit wie IKEA mit fast 90% IKEA-Möbeln in meiner Studentenbude.
Und in Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Zypern hat sich die Fearless Holding die Lizenzen gesichert und ist tatsächlich ein Franchise-Nehmer von IKEA. Hat eine Marketkapitalisierung von 200 Millionen. Dividende wird den Eckart freuen, 3%. Und ein KGV von ungefähr 10. Es gibt 20 IKEA-Läden in Griechenland, Bulgarien und Zypern. Das sind, ich glaube, 18 in Griechenland, einen in Bulgarien, einen in Zypern. Das wird gerade ausgebaut. Und die machen 63% des Umsatzes sozusagen India Holding aus. Und nur 3%, wenn ich das richtig recherchiert habe, müssen dann an den IKEA-Großkonzern abgegeben werden. Und dürften dazu, die auch expandieren? Dürften die auch expandieren? Also könnten die auch sagen, ich will in Bulgarien einfach noch das ganze Land mit IKEAs überziehen? Oder ist das stark reglementiert, was sie dürfen? Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es tatsächlich so, dass für diese Länder eine Exklusivvereinbarung besteht. Das heißt, eine Expansion in andere Länder ist jetzt nicht so einfach, aber in diesen Ländern kann noch ausgebaut werden. Und wir sind ja bei einer Holding, die auch noch andere Unternehmen oder Untergruppen besitzt. Zum Beispiel Intersport, kennt wahrscheinlich auch jeder. Ja, natürlich. Ja, insgesamt 108 Läden gehören zur Holding in Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Zypern. Das aber die Intersport in Deutschland nicht? Nein. Also, ja, die kann ja sein. Das ist ja dann quasi auch eine große, ja, ich setze jetzt mal Wette, Konsumwette auf sozusagen den weiteren Aufstieg Europa, Balkan etc., ne? Genau, und das finde ich gerade so spannend, weil ich glaube, diese Regionen werden mehr und mehr aufsteigen. Und die letzten zwei Punkte, die auch noch in der Holding drin sind, sind ganz neu jetzt Holland und Barré. Das ist ein Wellness- und Health-Verkäufer, der jetzt noch keinen Profit macht, aber gerade ausgebaut wird. Und man beschäftigt sich auch mit den Bereichen Logistik, hat da zwei Distribution Center in Griechenland aufgebaut für auch andere E-Commerce-Shops auch genau Drittparty. Und man hat auch eine Immobiliengesellschaft, die eben, an der man noch 63% hält, die eben für die hauptsächlich IKEAs die Immobilien verwaltet, ist auch gerade als IPO an die Börse gegangen, ist auch in Bulgarien und Zypern noch aktiv. Und 47% sind halt IKEA-Shops und dazu kommt dann noch H&M, McDonald's, Adidas, Baumärkte. Und, ach, das haben die alles als Franchise mit dazu. Wow. Aber da ist eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Euro natürlich echt nicht viel, ne? Ja. Genau, und man hat auch gute Unterstützung. Die Familie ist noch mit 63% Ankeraktionär. Und dementsprechend, das finde ich eigentlich auch immer einen interessanten Punkt, auf den ich achte, ob da sozusagen die Überzeugung noch da ist. Und man macht auch einen guten Gewinn, also ein Gewinnwachstum vom letzten Jahr aus waren jetzt 20%. Umsatz ist auch gut gewachsen. Und okay. Super, habe ich noch nie von gehört. Sehr schön. IKEA hast du noch nie gehört? Nein, doch, IKEA habe ich. IKEA okay, Victor, mach weiter. Schieß los, genau, interessant. Dritte Aktie. Ja, dritte Aktie ist Sarantis. Sarantis gerollten R. Wird vielleicht auch dem einen oder anderen schon bekannt vorkommen aus Mid-Cap, Small-Cap, Börsen-Spaces auf Twitter, wo die Aktie oft diskutiert wird und hat eine Marktkapitalisierung von 724 Millionen Euro, KGV 15,7, also jetzt sind wir schon ein bisschen höher angesiedelt. Dividende gibt es auch noch von ungefähr 2% und die sind im Bereich Personal Care, Healthcare, Home Care und Luxury Cosmetics tätig. In über 12 Ländern, vor allem im Ostblock, also Griechenland, Polen, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Tschechien, Ungarn, Nordmazedonien und so weiter, hat man operative Zentren und man exportiert in über 50 Länder und Marken, die man da eben vertreibt, sind unter anderem
zumindest die bekannteren, Listerine, Mundspülung, Carefree, Slip-Einlagen, Neutrogena, Hautpflege oder aber auch Cartier, Gucci, Paco Rabanne, Parfum. Genau, Aktie hatte ein bisschen zu strugglen mit dem Rückzug vom russischen Markt, wo sie eben auch waren. Und aktuell findet das Wachstum vor allem im Bereich Hautpflege, Sonnencreme, Beauty statt. Aktuell ist noch der Homecare-Bereich sehr ausgeprägt, aber man versucht da eben in diesem Beauty-Skincare-Bereich zu wachsen, was ja auch zum warmen Wetter hier in Griechenland passt. Wow, cool. Habe ich auch noch nicht gehört. Ich kenne nur einen griechischen Biathleten, Andreas Sarantes, den kannte ich. Ja. Das ist auch komisch, ne? Ein griechischer Biathlet. Ja. War ein Spaß, den habe ich jetzt hier gerade gegoogelt. Ja, schon dran. Kann man tatsächlich in Griechenland, aber ist nicht sehr, sehr verbreitet. Er hatte auch nur eine kurze Karriere, muss man sagen. Ach so. Sehr gut. Ja, dann kommen wir zur nächsten. Genau. Die nächste Aktie auch, glaube ich, etwas bekannter in Deutschland. Leckeres griechisches Joghurt sollte jeder mal probiert haben. Und da gibt es die Kri-Kri-Aktie mit einer Kapitalisierung von 369 Millionen Euro und einem KGV von 11. Vor allem mit dem Fokus auf Eis, Joghurt und Milch. Hatten jetzt ein bisschen Starthilfe durch wieder sinkende Milchpreise. Hatten ein Sales-Wachstum von 26%, prognostiziertes Wachstum von 8-11%, 3% Dividende, versuchen eben zu expandieren. Beim Rewe gab es auch schon den ein oder anderen Kri-Kri-Joghurt, falls ihr da mal drauf geachtet habt. Schmeckt auch viel besser als zum Beispiel der griechische Joghurt, den man sonst so als griechischen Joghurt verkauft bekommt. Und ist der jetzt, jetzt muss ich jetzt mal fragen, ist der so stichfest oder ist es nicht? Weil es gibt griechischen Joghurt, mach mal stichfest und welchen der gerührt ist. Jetzt klär uns mal kurz auf. Stichfest. Ja, das ist so griechischer Joghurt stichfest. Fest. Kennst du nicht? Nein, nicht stichfest. Das sind diese so, also erstmal zumindest so, wie ich aufgewachsen bin, das muss man ganz klar sagen, Honig und Walnüsse gehören dazu und nicht irgendwie Aprikose oder was man da sonst ab und zu für sich bekommt. Und der originale griechische Joghurt, der ist tatsächlich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein bisschen nicht flockig, aber so ein bisschen so ein bisschen strukturierter. Strukturierter. Das ist sehr schön. Aber warum ist der immer tendenziell fettiger? Das gehört dazu. Das ist aber griechischer Joghurt. Schmeckt ist einfach besser. Ja, wer fett, klar, Fett ist ein Geschmacksregel, logisch, aber das ist jetzt. Und das ist, und das, das haben die auch mit dem Angebot. Das sind halt Genussmenschen, die Griechen. Ja. Genau, schön Olivenöl, gegrilltes Gemüse auch. Da gerät er ins Schwärmen, der Viktor. Aber griechischer Joghurt ist wirklich lecker, das stimmt. Und, lecker und investierbar. Ja, aber die Aktie wäre die Frage, haben die selbst auch die gesamte Wertschöpfungskette oder müssen sie die Milch ankaufen? Weil das ist nämlich gerade das Problem. In Deutschland beispielsweise sind ja gerade wird ja Milchfett gerade richtig teuer. Die Butter kostet ja mittlerweile 1,99. Mhm. Die klassische Markenbutter ist in diesem Jahr schon richtig kräftig teurer geworden. Und wenn sie jetzt gesqueezed würden, weil die Einkaufspreise zu hoch sind und sie es vielleicht nicht weiterreichen können, dann könnte es ja ein Problem sein. Also da hast du mich jetzt tatsächlich an einem wunden Punkt erwischt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die gesunkenen Milchpreise im Statement unter anderem als positiven Faktor für das letzte Geschäftsjahr gewirkt wurden. Also in Deutschland ist nichts gesunken, in Deutschland steigen die Preise gerade. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass man auch einkauft, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob es auch eigene Produktion gibt. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Sehr schön. Ich glaube, von dieser Aktie wird Holger noch sehr viel reden, weil er redet unentwegt von Milch, Butter und Joghurt. Ich muss der Fairness halber sagen und auch vielleicht, damit ich nicht von zu vielen Griechen vorverurteilt werde, dass es auch noch den Fage-Joghurt gibt, also F-A-G-E. Und der ist auch sehr, sehr lecker, ist aber leider nicht als Aktie investierbar. Darum, ach so. Dementsprechend. Aber den gibt es in Deutschland nicht, oder? Gibt es den in Joghurt? Den gibt es auch in Deutschland. Okay, dann werde ich im Kühlregal, da kenne ich mich aus. Sehr gut. Das ist schon mal, das ist für mich jetzt die Aktie. Jetzt kommt bestimmt noch welche, vielleicht der eine für den. Der Nando ist so ein Sportfan. Ja, eine Sportaktie. Sportaktie? Das muss ja eben Griechenland irgendwas Sportliches geben. Stimmt. Ja, Sport habe ich tatsächlich nicht dabei. Es gibt ja die OPAP, die
Wettgesellschaft, genau. Aber da bin ich nicht so der Fan von. Und so dann kommt ja kein Sport. Dann machen wir auf deine Liste weiter. Raus. Okay, gut, dann machen wir andere Sachen. Du bist ja über die Brücke gefahren. Wir erinnern uns. Das muss irgendeine Infrastrukturaktie, muss irgendjemand ein Zahlhäuschen haben und da muss jemand verdienen. In Griechenland ist ist ein sehr, sehr wichtiger Infrastrukturbestandteil die Autobahn, weil eben die staatlichen Straßen nicht alle so gut in Schuss sind und Züge gibt es jetzt auch nicht so viele. Es wird viel mit dem Schiff gemacht, aber eben auch mit der Autobahn und da werden Konzessionen vergeben und die mit wichtigste Autobahn ist die Autobahn, die durch Athen führt. Die sorgt eben dafür, dass man diesen elendigen Stau umgehen kann, den man häufig in der Stadt hat. Mhm. Und diese Konzession wurde jetzt gerade neu vergeben für 25 Jahre und zwar an die GEK Terna, die ich vorhin auch schon angesprochen hatte, die gerade ihre Terna Energy Untergruppe teilweise verkauft haben an die Vereinigten Arabischen Emirate. Okay, und die Aktie kann man auch kaufen? Die Aktie kann man kaufen, genau. Und neben Straßen hat man dann auch Teile vom Flughafen in Kreta. Man hat auch einige Häfen. Wie gesagt, man hat Waste Management, drei Anlagen in Griechenland, einige Kraftwerke, Wasserwerke. Und ist jetzt auch beteiligt an einem Projekt, was uns gleich zur nächsten Aktie überleiten wird. Und zwar am Hard Rock Hotel im Ellinikon-Projekt, einem der größten Infrastrukturprojekte in Europa. Okay. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ich auch nicht. Hard Rock Hotel und dann erzähl mal weiter. Genau, und zwar gibt es das Projekt der Ellinikon, was auf der Fläche des alten Athener Flughafens, also direkt an der südöstlichen Küste von Athen, eine riesige neuen Stadtteil schaffen soll. Da will man auf über 868 Fußballfeldern und mit mehr als 8 Milliarden Investitionen ich sehe es hier gerade. Sozusagen die Athener Riviera schaffen und noch mehr Stil nach Athen bringen. Und das soll Wirtschaft fördern, Wohnen fördern. Man will Hotels, Casinos, Marinas bauen. Man will einen riesigen Park bauen mit über 337 Fußballfeldern. Wird der größer als der Londoner Hyde Park. Und Lambda Development ist die Gruppe mit 1,31 Milliarden Marktkapitalisierung und immerhin auch 25,5 KGV, die das Ganze planen. Fairerweise sollte man sagen, die Aktie hat sich jetzt in der letzten Zeit nicht extrem in eine Richtung bewegt. Aber wenn das ganze Projekt Fahrt aufnimmt und tatsächlich so umgesetzt werden kann, dann kann man da sicherlich auch die ein oder andere Bewegung nach oben erwarten. Was war jetzt nochmal die Aktie? Also wie heißt die Aktie, die entsprechende? Lambda Development, also LAMBDA Development. Wow, okay. Das sieht cool aus. Das ist ein Riesenareal. Das ist wird auf jeden Fall, wenn das so umgesetzt wird, eine Riesenaufwertung noch für die Stadt. Das sieht so ein bisschen nach Saudi-Arabien, Abu Dhabi und so weiter aus. Ja, genau. Da könnte man auch so ein großes Burj Khalif hinstellen, oder? So ein großes Hotel. Wird sowas auch hingebaut? So ein Riesending? Oder? Da werden auch zwei Hochhäuser gebaut. Wie gesagt, das eine schon angesprochen. Dieses Hard Rock Hotel. Tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Hard Rock Café, was wir alle kennen. Das wird auf jeden Fall ein Wahrzeichen. Cool. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt schon? Wie viele Aktien? Sechs. Sechs. Ah, Nando. Ja, ich schreibe hier mit, auch für die Shownotes, weil die müssen wir auf jeden Fall richtig alle hier uns merken. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt. Also Nummer 7. Ja, dann kommen wir zu einem Mischkonzern, Metellinios oder jetzt auch Metlen Energy und Metals. Und zwar haben die jetzt wieder ein bisschen größer, 5 Milliarden Market Cap, 7,7 KGV, Dividende von 4%, haben ungefähr die Hälfte ihrer Umsätze in Griechenland, den Rest außerhalb. Und da geht es eben vor allem darum, dass man
aus der Aluminiumproduktion kommt und das Ganze jetzt mit Großinvestments im Energiebereich unterfüttern möchte, um eben auch diese anspruchsvolle Energiesituation, die man in der Branche hat, zu meistern. Und vor allem setzt man natürlich auch den Fokus auf erneuerbare Energien. Jetzt dieses Jahr vor allem in Italien, Ungarn, Kroatien, Bulgarien, Rumänien und Österreich, aber auch in Südamerika zum Beispiel oder in den UK. Und die ist auch in Griechenland notiert. Und kann man die, vielleicht eine Frage, kann man die ganzen Aktien, die du jetzt hier genannt hast, auch in Deutschland handeln oder muss man die über die Athena-Börse irgendwie handeln? Ja, ist eine gute Frage. Und tatsächlich unser alter Freund Trade Republic, der hilft uns da weiter, weil ein Großteil der Aktien dort handelbar sind. Okay, aber ein Großteil. Also ein Großteil sind auch über Lang und Schwarz. Und wenn man wahrscheinlich sie dann auch bei Getex hat, könnte man sie auch bei Scalable und wie die anderen Broker alle heißen, handeln. Sehr schön. Jetzt sind wir schon bei 7. Jetzt haben wir noch 8, oder? Du hast 10 insgesamt. Ich glaube, ja. Gut, dann... Okay, kommen wir dann einmal zu EpsilonMet. Die haben vielleicht auch der eine oder andere schon mal was von gehört. 650 Millionen Market Cap, KGV 35, also schon sehr, man sagen, heiß gelaufen. So ein bisschen Serial Acquirer im Softwarebereich, also ERP-Software, Enterprise Resource Planning, HR-Software, Shop- und Cloud-Angebote, Hotel-Software, Apotheken-Software, E-Invoicing, Shipping-Software, Tax-Software. Also man versucht also das ganze Spektrum abzudecken. Ist tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch mehr als ein 10-Bagger, glaube sogar 20-Bagger gewesen in der Vergangenheit. Das einzige etwas Schwierige ist, dass da gerade eine versuchte Übernahme im Spiel ist von eben dem CIO der Nationalbank und einer ausländischen Investmentfirma. Und darum steht die Aktie auch gerade bei 12 Euro festgetackert, genau. Wie fest, weil es der Übernahmepreis ist. Und jetzt halt die Frage, kommt das zustande, dann nützt es nichts, wenn man sich für 12 jetzt kauft, dann kriegt man 12 dafür, hat man nur die Transaktionskosten. Und was könnte aber passieren, dass es nicht zustande kommt und dann fällt sie wieder vielleicht auf 10 und dann kann man sie wieder normal kaufen, dann geht es normal weiter oder was ist die Idee jetzt dahinter? Also die Retail-Investor, zumindest in den bekannten Foren oder in dem bekannten Austausch, die sind alle nicht zufrieden, weil die natürlich die Performance der Aktie kennen, das Potenzial kennen und sagen, 12 Euro ist nicht genug. Und dementsprechend würde es vermutlich vielleicht kurzfristig fallen, aber langfristig auch weitergehen. Das ist einfach so ein bisschen eine spekulative Sache. Ich habe die schon länger im Portfolio, das heißt, ich bin jetzt mit den 12 Euro auch schon ganz gut gelaufen. Aber ich wollte sie nicht vorenthalten, weil das eben... Okay. Eine der wenigen Aktien ist, die man bei diesen Super-High-Performern-Listen auch mal auftreffen kann aus Griechenland. Okay, es könnte also sein, dass vielleicht nochmal ein höheres Übernahmeangebot kommt oder dass das Übernahmeangebot zu 12 scheitert und dass sie dann normal weiterläuft. Das sind so die beiden Spekulationen, was jetzt die Aktien betrifft. Genau. Okay, cool. Dann haben wir noch 9, oder? Jetzt kommen wir zu Aktie Nummer 9. Dann kommen wir zu einer Aktie, die tatsächlich an der Nasdaq gelistet ist. Und zwar die Tsakos Energy Navigation Aktie. Da geht es um Öl- und LNG-Tanker-Geschichten. Und man hat 58 Schiffe, baut jetzt auch weiter Schiffe, 10 Schiffe im Bau. Ungefähre durchschnittliche Lebenszeit der Schiffe ist 10 Jahre. Die halten so für 25, also da ist man ganz gut dabei. Marktkapitalisierung 785 Millionen. Lief jetzt natürlich auch vor allem durch den LNG-Boom ganz gut. Zum Beispiel Equinor ist dann Kunde von denen und da ist man auch, versucht man so ein bisschen zu mischen zwischen den verschiedenen Arten und auch von den verschiedenen Anbietungsarten. Also das heißt, man macht kurz- und langfristige Charterverträge, um eben auch die unterschiedlichen Preisveränderungen da aufzufangen. Cool, jetzt haben wir wenigstens eine Reederei-Aktie. Das ist ja wichtig, gerade Griechenland ist ja das Land der Reeder und da sind ja viele reich geworden mit. Und jetzt haben wir wenigstens noch eine Reederei-Aktie, das ist doch super. Die Onassis-Aktie.
Also, und hast es. Ja, genau. Da lohnt sich auch der Blick nochmal auf die ein oder andere weitere kleinere Tankeraktie, aber da wollte ich jetzt keine Aktien nennen, okay, wo wir dann schon den Markt bewegen würden, darum Tsakos Energy. Genau. Ist dann noch eine der größeren. Okay. Und dann kommt Nummer 10, das ist die letzte, oder? Genau, kommen wir zur letzten Aktie. Ich glaube, es ist erst die Nummer 9, aber ich würde es trotzdem hierbei belassen, und zwar die Motor Oil Hellas. Ich bin rein vom Prinzip her kein großer Freund, weil wenn man von Athen runterfährt nach Peloponnes, dann riecht man die Aktie schon von sehr weitem. Die treibt nämlich Ölraffinerien dort vor Ort. Aber genau, Marktkapitalisierung 2,49 Milliarden, KGV 3,2, Dividende 8%, also ordentlich. Und man versucht eben so ein bisschen von diesem dreckigen Image wegzukommen. Man hat aktuell noch 2000 Tankstellen in über 7 Ländern. Also auch wieder Balkan, Kroatien, Serbien, Nordmazedonien, Griechenland. Man hat Waste and Water Management und man hat sich jetzt auch dazu gekauft, Windkraftanlagen und weitere Müllverarbeitungsanlagen, was in Griechenland ein Riesenthema ist mit dem Müll, das noch nicht gut im Griff gekommen ist. Und man hat sich eben vorgenommen, bis 2050 Net Zero zu werden. Man möchte Biofuels für die Schifffahrt bauen, man möchte Windkraft ausbauen. Man hat schon 450 Ladestationen für E-Autos aufgestellt und möchte das Ganze bis 2030 auf über 4000 ausbauen. Und man versucht sich eben auch mit Hydrogen und hat jetzt auch Gaskraftwerke gebaut, die auch schon Hydrogen ready sind. Glaubst du, dass sie es richtig ernst meinen, oder ist das, weil man das machen muss, um irgendwie dann für die Zukunft einigermaßen gerüstet zu sein? Ich glaube, da führt kein Weg vorbei, weil irgendwann werden wir einfach an einem Punkt sein, wo die Verbreitung und Effizienz so weit ist, dass alles andere und wirtschaftlich wäre. Und ich glaube, wir sind doch alle ein Freund davon, wenn es weniger stinkt und wenn der Tourismus dann auch in diesem Bereich mit schönen Stränden wieder voll loslegen kann. Darum glaube ich schon, dass die das ernst meinen. Wie weit komme ich mit dem Elektroauto in Griechenland? Ah, ist eine gute Frage. Habe ich noch nicht ausprobiert. Die sind noch nicht sehr weit verbreitet, sagen wir mal so. Also es wäre noch eher ein Abenteuer, ja? Das wäre auf jeden Fall ein Abenteuer. Also noch, ich glaube, da hat sich auch mal ein Weltredakteur dran versucht, nach Italien über die Alpen zu fahren mit einem Elektroauto. Und das war, könnte sein, es könnte sein, ja. Ganz ja, spannende Erfahrung. Nach Griechenland hat er sich noch nicht getraut. Ja, das sehe ich schon. Der Sommer fällt demnächst mit. Und vielleicht noch eine letzte, nur honorable mention sozusagen, und zwar eine Aktie, die in Griechenland einen Teil ihres Umsatzes macht, aber nicht aus Griechenland kommt, und zwar die Aholte Hayes, ein Supermarktunternehmen, die eben Alphabeta Vasilopoulos, einen der größten griechischen Supermärkte, in ihrer Gruppe beinhaltet und dementsprechend auch sehr stark vor Ort repräsentiert ist. Okay. Das sind Holländer normalerweise, also das sind Holländer, glaube ich, ne? Genau, der Belgier? Genau. Ja, Holländer, glaube ich, aber vielleicht auch Belgier. Okay, gut. Ahold, haben wir auch die noch. Sehr schön. Jetzt haben wir die 10 Aktien voll. Wo bist du jetzt in Griechenland genau? Wo erreichen wir dich jetzt? In welchem Landstrich? Ich bin tatsächlich in dem schon angesprochenen wunderschönen Peloponnes. Und werde wahrscheinlich auch gleich noch einmal schnell ins Wasser springen. Da lassen sich doch die 37 Grad aushalten. denke ich mal. Und musst nur aufpassen, dass du nicht auf einen Seeigel trittst. Hast du denn so Schuhe? Ja, die gibt es hier tatsächlich nicht so viel. Echt nicht? Okay. Nein, also du hast ein Seeigeltrauma, ich ne? Ich habe ein Seeigeltrauma. Es ist wirklich, weiß ich nicht. Aber ich tauche auch sehr gerne. Das heißt, dann ist man immer gut vorbereitet. Okay. Und was kann man sehen, wo du tauchst? Leider nicht so viel. Okay. viel Sand und den einen oder anderen unspektakulären Fisch. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich keinen Haien begegne oder keinen Rochen. Insofern ist da Griechenland auch für die Phobiker ein ganz gutes Reiseziel. So, jetzt wollen wir zum Schluss natürlich noch einen Karrieretipp von dir haben. Du bist ja auch Stipendiat von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da habe ich dich auch mal getroffen, als es um Anlageideen oder um so ein Anlageseminar, das die gemacht haben, gab. Wie hast du diesen Weg so eingeschlagen und bist dann in Oxford gelandet? Also braucht man da reiche Eltern oder hast du das alles aus eigenem Antrieb hingekriegt oder lass uns teilhaben? Oder bist du ein guter Ruderer?
Oder ein guter Ruder? Also das ist ein guter Punkt. Rudern habe ich tatsächlich 7 Jahre gemacht, aber nicht auf Leistungsebene. Ich finde es sehr, sehr wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass eben diese Stiftung, die wir in Deutschland haben, von den Stiftungswerken immense Möglichkeiten bieten und sich da eigentlich jeder Student zu Beginn seines Studiums und übrigens neuerdings zumindest bei der KAS auch Auszubildende, Gedanken drüber machen sollten, sich auf so ein Stipendium zu bewerben. Man trifft unglaublich spannende Leute. Man trifft Leute wie Holger bei Seminaren in Frankfurt. Und man knüpft da wirklich Verbindungen fürs Leben, neben natürlich auch der finanziellen Förderung, die auch hilft. Und Gleiches gilt übrigens auch für ausländische Universitäten. Die mögen manchmal ein bisschen einschüchtern klingen, wie jetzt zum Beispiel Oxford, aber im Endeffekt alle kochen mit Wasser und wenn man sich Mühe gibt mit einer guten Bewerbung und vielleicht auch den einen oder anderen anspricht, der das schon vor einem gemacht hat, dann sollte man sich auf jeden Fall trauen, nicht zurückschrecken. Und häufig geht es auch einfach um die Bereitschaft und Motivation, die man sozusagen mitbringt, weil jeder Professor weiß, dass man noch nicht der Star ist, der vom Himmel fällt, sondern die Karriere beginnt ja gerade und die Ausbildung beginnt ja gerade. Und ich glaube, man lernt nirgendwo so viel wie eben in so einem Jahr im Ausland oder in der Forschungszeit. Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, den man gehen sollte und wo man sich nicht einschüchtern lassen sollte. Wie viel musst du bezahlen für Oxford? Oder musst ich bezahle tatsächlich gar nichts. Wow. Ich okay. Bezahle damit, dass ich nicht bezahlt werde. Und dementsprechend sind das auch Optionen. Weil du forschst, meinst du? Weil du dort forschst? Weil ich forsche, genau. Ich forsche quasi kostenlos. Und was du erfinden würdest, das gehört dann der Uni in Oxford. Also das ist der Deal. Du forschst für die und die Ergebnisse kriegen die und dafür kannst du umsonst da sein. Sagen wir so, bei uns geht es jetzt erstmal um Publikationen und natürlich freut sich auch die Universität Oxford beziehungsweise insbesondere mein Professor, wenn am Ende da ein vernünftiges Ergebnis da rauskommt und vielleicht auch eine ganz gute Publikation, in der dann diese vielen, vielen Lebensstunden auch gewürdigt werden. Sehr schön. Und wie hast du, vielleicht noch die Frage, wie hast du dich jetzt da beworben bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und was war so, dann gibt es ja wahrscheinlich ein Einstellungsgespräch, vielleicht kannst du uns da einmal kurz mitnehmen und noch ein Lifehack geben, was da das Ausschlaggebende letztlich war, dass du da angenommen worden bist. Und ich erinnere mich, ich war ja damals in Frankfurt und das waren so viele ganz unterschiedliche Leute und das war ja auch das Spannende, was es ausgemacht hat. Da kommt man ja anscheinend mit ganz unterschiedlichen Ideen auch hin. Vielleicht kannst du es nochmal sagen, wie funktionierte der Bewerbungsprozess? Definitiv. Also das ist, ich habe es ein bisschen falsch gemacht. Ich habe mich sehr spät beworben, auch durch Corona bedingt. Irgendwie haben wir da viel gekämpft um Wiedereröffnung der Krankenhäuser, um eben weiterzukommen im Medizinstudium. Und dadurch war diese Priorität so ein bisschen raus. Und als ich mich dann beworben habe, war ich halt auch schon ein bisschen älter, ich glaube 23. Und dementsprechend habe ich das Ganze sehr entspannt gesehen, weil ich hatte schon das ein oder andere Interview absolviert. Und da geht es im Endeffekt dann einfach darum, dass man dann einen freundlichen Eindruck macht. Man sollte sich auf jeden Fall zumindest bei der KAS sozial engagieren. Das wird sehr gerne gesehen und zwar auch nicht nur zum Zweck, um da aufgenommen zu werden, sondern tatsächlich sollte man zeigen, dass man eben schon langjährig der Gesellschaft was zurückgibt. Bei mir war das zum Beispiel auf der einen Seite, dass ich schon länger ehrenamtlich als Segeltrainer gearbeitet habe für die Jugend bei uns im Verein und Hochschulpolitik gemacht habe bei uns im Studium. Und dann gibt es da ein Gespräch. Erstmal geht es da um aktuelle politische Themen, die man in der großen Runde bespricht mit den sozusagen Mitanwärtern. Und am nächsten Tag gibt es dann nochmal ein Einzelgespräch, wo der Lebenslauf ein wenig auseinandergenommen wird und man sozusagen auf Haut und Nieren geprüft wird, ob das dann auch alles so stimmt. Welche Strategie ist bei dem Gespräch, wenn du mit den Mitbewerbern oder Mitbewerberinnen da bist? Da könnte man ja sagen, ich muss mich da jetzt richtig breit machen und muss gegen die performen. Oder ist man definitiv da eher zurückhaltend? Nicht. Das ist genau ein Kriterium, wie man da rausfliegen kann. Also es geht eher darum, sich auch zurückhalten zu können, moderieren zu können, auf andere Leute einzugehen und nicht stumpf seine Standpunkte rauszuhauen.
Und dann hat man da auf jeden Fall gute Chancen. Wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk. Es geht einfach darum, ja, seriös und nett aufzutreten, ehrlich zu sein, also da niemanden irgendwie einen Bären vor die Nase zu binden, heißt das, glaube ich. Genau, und dann ist das auf jeden Fall möglich. Und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Stiftungen, also von der Studienstiftung fürs deutsche Volk über die politischen Stiftungen à la Couleur und natürlich auch die kirchlichen Stiftungen und wirtschaftlichen Stiftungen. Also da ist für jeden was dabei. Und wie gute Noten musstest du mitbringen? Also brauchtest du da richtig? Also haben die auch nach Noten geguckt? Oder hättest du da auch mit dem schlechten Zeugnis vorfahren können? Sag bitte, dass du gute Noten brauchtest. Also schlecht sollte es nicht sein. Man sollte, wenn man alles in einen Topf wirft, dann sollte dieser Topf am Ende gut aussehen. Und da wird so ein bisschen abgewägt nach sehr guten Noten und vielleicht ein bisschen weniger Engagement oder natürlich auch viel Engagement und guten Noten. Im Endeffekt ist dann die Mischung das, was es macht. Okay, ich habe jetzt haben wir beide, sowohl der Kollege Sommerfeld als auch ich, haben mit unseren Söhnen gerade die Diskussion, was man für Noten haben muss. Vielleicht kannst du jetzt nochmal hier uns einmal... Gute Noten, hat er gesagt. Gute Noten. Wir wollen jetzt mal was Konkretes haben, womit ich auch meinen Sohn dann... Was heißt denn überdurchschnittlich? Also der kommt mit 2,2 nach Hause und sagt, das ist doch gut. Ja, sage ich, ist gut, aber ich würde sagen, damit wird es nichts. Oder bin ich jetzt? Ich würde es versuchen, auf jeden Fall. Aber das ist doch nicht das Endzeugnis, aber vielleicht wartet man dann auch nochmal auf die ersten Uni-Ergebnisse und bewirbt sich nach dem ersten Jahr. Also ich denke, das ist auf jeden Fall noch drin. Und jetzt sagst du wirklich 2,2 reicht, dann sagt er mir doch, dann brauche ich doch gar nicht weiterlernen, Papa. Ich dachte, du kommst jetzt und sagst mir wenigstens 1,6 oder 1,8. Mein Abitur war 1,4, was ja für Medizin schon an der Grenze ist. Das ist lausig, also würde ich mal sagen. Ja. Definitiv okay. Auf das Fach an. Ja. Ich sag mal, man sollte sich nicht zu sehr gehen lassen in der Schule. Aber auch ein 2,2er Abi oder 2,4er Abi ist noch, glaube ich, im Durchschnitt auf jeden Fall. Und dann startet man durch, Holger, darum geht es doch dann auch. Und soziales Engagement haben wir auch gehört. Ja. Und es ist ja auch nun mal so, dass gerade Männer, auch medizinisch gesehen, manchmal noch ein bisschen länger brauchen, bis die Entwicklung sozusagen abgeschlossen ist. Und ich habe das auch bei mir selber gemerkt, dass dann nochmal im Studium so richtiger Schub kam sozusagen. Wann kam der Schub? Damit wir schon mal uns alle darauf vorbereiten können. Mit 21? Man merkt das erst hinterher. Und dann kann man das auch gar nicht mehr so zuordnen. Das ist eher so ein, wenn man sich heute mit vor 10 Jahren vergleicht, dann ist da doch einiges gereift. Gut, jetzt bist du ja relativ jung noch. Jetzt kann man nicht sagen, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten? Sagen wir mal, was würdest du deinem 15-jährigen oder sagen wir 18-jährigen Ich raten? Wenn du jetzt nochmal die kurze Zeit, die zwischen 18 und dem heutigen Datum ist, würdest du irgendwas anders machen noch? Oder? Sei nicht traurig, wenn was nicht gleich klappt. Ich habe auch zum Beispiel ein Jahr Physik studiert, weil ich nicht gleich einen Studienplatz in der Medizin gekriegt habe. Und das war hinterher ein super lehrreiches Jahr. Ich habe Programmieren besser gelernt. Ich habe 3D-Design gelernt. Und das kann ich jetzt alles auch im Medizinstudium nutzen. Und damals habe ich mich geärgert und gedacht, ich muss ein Jahr auf die Wartebank. Heute weiß ich, dass das eine super lehrreiche Erfahrung war. Und dementsprechend, wenn was nicht gleich klappt, nicht aufgeben, weitermachen, aufstehen und Es wird immer gut am Ende und alles ist so, wie es sein soll. Also jetzt kann, glaube ich, nicht mehr viel kommen. Also noch der Sprung ins Meer. Ja, der Sprung ins Meer kommt noch bei dir. Bei uns gibt es jetzt leider keinen Sprung ins Meer. Wir werden hier in die Großstadt jetzt gleich uns wieder stürzen. Victor, haben wir irgendwas noch vergessen, was du unbedingt noch erzählen wolltest, was jetzt vielleicht einen kritischen Aspekt, oder sind wir eigentlich fein miteinander jetzt? Ich sage noch eine Sache und das habe ich auch durch euch mitgelernt. Und zwar... offen durch die Welt gehen, mit offenen Augen, wenn ihr in eurem Bereich eine Firma seht auf irgendeinem Gerät oder die zu Besuch kommt, dann googelt die mal, guckt, was die machen und die entspannendsten Ideen entstehen so. Kurze Anekdote, ich habe The Rookie, die Serie gesehen letzte Woche und da sind mir die spannenden Bodycams aufgefallen und die kommen von Axon Technologies und hätte ich die Serie 2 Jahre früher gesehen, dann wäre ich jetzt auch noch mal ein kleines Stück wohlhabender. Sehr schön. Und weißt du, was mir aufgefallen ist diese Woche? Ich war beim Zahnarzt und
Das ist so eine Kette in Berlin, die heißt Mein Dentist. Mein Dentist ist irgendwann, hat sich tot expandiert, ist also dann pleite gegangen und die sind übernommen worden von einer schwedischen Firma, die heißt Medicover. Und auch die Aktie kann man kaufen. Und wer schon immer mal eine Zahnarztaktie kaufen wollte, leider haben die noch andere Sachen, nicht nur Zahnarztsachen, der kann die kaufen. Medicover. Siehst du, so sieht man, geht man mit offenen Augen durchs Leben. Und als ich da im Wartezimmer saß und 3 Minuten Zeit hatte, habe ich mir nochmal die Geschichte angeguckt. A, wie die Vorgängerfirma pleite ging und B, wie jetzt die Firma heißt. Und so haben wir, jeder im Leben gibt es immer wieder Möglichkeiten, spannende Aktien zu finden. Und ich gucke mir die auf jeden Fall mal an und vielleicht gibt es ja irgendwie demnächst mal bei Alles auf Aktien. Gucken wir uns ich mal würde mich freuen, die E-Mail habe ich euch schon geschickt. Sehr schön. Prima. Viktor, dann sagen wir vielen Dank für die spannenden 1,5 Stunden, die wir hatten. Wünschen dir natürlich jetzt noch einen schönen Swim. Genieß die, wahrscheinlich ist jetzt auch schon draußen wieder ein bisschen kühler, oder? Ihr seid ja in Griechenland schon eine Stunde weiter oder zwei? Eine Stunde weiter. Also ihr habt jetzt schon Freitagabend 9:15. Ja, ist auch schon dunkel geworden bei dir. Ja, stimmt. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, Viktor. Bleib uns treu. Da habe ich allerdings wenig Sorge. Und vielen Dank. Genau, und spätestens zur Defner und Chevitz Weihnachtsfeier sehen wir uns wieder. Auf jeden Fall. Prima. Also, bis dann, Viktor. Ciao. Tschüss. Also, mit derart klugen und cleveren Hörern und ja auch Hörerinnen, ja, da müssen wir wirklich keine Sorge haben vor der Zukunft. Das stimmt. Wirklich faszinierend, wie es 25 gerade gewesen. Wahnsinn. Mit 25 schon so viel. Ja, aber 25 ist wie damals 52 und das heutige 52 ist neue 25. Also von da sind wir alle eine Generation. Das ist ja super. Wunderschön. Was lernen wir von Viktor? Ja, Sachen, die man halt immer wieder hört, aber die dadurch nicht falscher werden. Also ich finde, gerade wenn wir so an die jungen Leute denken, Ausland, ach, Ausland, Leute. Ausland. Nein, aber so, weil du ja gerade danach gefragt hast, ja, ne, was gibst du deinem 15-jährigen, 16-jährigen Ich mit oder dem 20-jährigen ins Ausland, ins Ausland, ins Ausland. Das ist immer eine gute Erfahrung, ob ein halbes Jahr, ein Jahr oder 2 Jahre. Ja. Und das ist auch, was ich finde, dieses, was er sagte doch, sei nicht traurig, wenn nicht immer gleich alles klappt, okay, aber auch dieses dann ein halbes Jahr warten auf irgendwas oder ein Jahr warten müssen, das ist auch nicht schlimm. Ich meine, er ist immer noch erst 25, hat schon so viel gemacht und geschafft, das ist vielleicht jetzt auch nicht der Durchschnitt, aber dann auch nicht gleich, wie gesagt, auch so ein Jahr im Ausland, das ist ja dann auch keine verlorene Zeit. Also das ist halt ein Jahr. Mein Gott, in der Endabrechnung ist das nicht viel und man nimmt da immer was mit. Und man kann mit 1,4 Medizin machen, das habe ich mitgenommen. Ja, aber hat ein Jahr gewartet. Ja, klar, dann hast du halt das Wartejahr, aber auch mit Rückschlägen klarkommen. Und du kannst dich auch noch später bei einer Stiftung bewerben. Was ich auch richtig gut finde, ist nochmal der Punkt soziales Engagement. Okay. Und was hat er gesagt? Er ist auch Jugendtrainer gewesen beim Segeln, glaube ich. Ne? Und da denke ich auch immer. Und das sind wirklich wichtige Sachen. Ich denke immer jedes Mal, diese ganzen Trainer, Fußball, Football, Handball, was auch immer, diese ganzen Vereine, diese Betreuung, das würde überhaupt nicht funktionieren und ohne diese Ehrenamtlichen. Und wenn dann gleich die jungen Leute da auch schon mitmachen, dann ist das ja sofort das direkte Signal, dass auch die sie jetzt trainieren, im Zweifel in ein paar Jahren, diese Ämter übernehmen und diese Läden, diese Vereine, all das am Laufen halten. Das ist wirklich, würde ja niemals funktionieren ohne diese Menschen. Ich glaube, da lernst du schon viel Leaderfähigkeit. Absolut. Du lernst Niederlagen einzustehen, du lernst Leute zu motivieren, du lernst mit Konflikten umzugehen, du lernst so viele Sachen, wenn du das machst. Das und ich finde es gut, dass offenbar bei all diesen Assessments, bei all diesen Auswahlverfahren offenbar auch eine Rolle spielt. Stimmt. Und das finde ich richtig. Sehr gut. Also ihr lernt was fürs Leben und wenn ihr euch bewerbt, habt ihr noch einen Pluspunkt, soziales Engagement. Sehr schön. Ja, wir werden auf jeden Fall die Liste mit den Aktien noch diesmal in die Shownotes stellen, weil ja viele wahrscheinlich nicht so verständlich waren. Und, ist ja unbekannt halt einfach auch, das muss man wirklich sagen. Und Viktor war natürlich extrem gut vorbereitet. Ja. Also Chapeau, Hut ab. Und schon der Elevator-Pitch. Und dann gibt es noch die Aktie, das. Das hat er bei uns abgekupfert natürlich, unserem Start. Das sind halt clevere Hörer. Ist ja eigentlich meine, Spezialität. Aber sehr, sehr gute Idee. Schön, dass er das gemacht hat. Und dieser Blick, dieser spezielle Blick auf Griechenland,
sehr interessant. Kann man auch mal so ein bisschen jetzt wieder aus diesem, diese Woche war ja schon eine relativ krasse Woche mit dem Trump-Anschlag am Samstag, wenn man da jetzt die Woche mal da beginnen lässt, mit dem Parteitag in Amerika, mit den fetten Verwerfungen an den Märkten. Ich finde schon, das ist, da war jetzt so ein bisschen, ja, aber das soll, wieder, bei, ja. Wir wieder ein bisschen Eskapismus, so ein bisschen aber rausgehen. Ja, auch das auch macht ja diese Spannendes. Sommerlichen Folgen auch ganz aus. Genau. Auch die nächsten Wochen wird das werden jetzt nicht völlig jenseits des aktuellen Geschehens sein, aber es wird ein bisschen anderer Zungenschlag auch mal dabei sein. Und wir sind da ja gerade, was heißt am Plan, aber wir versuchen sozusagen euch da einen bunten, klugen Strauß zusammenzustellen. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall, uns zu hören und zu abonnieren. Und nächste Woche ist Philipp und ich sind da. So ist es. Noch ein Grund. Genau. Neben den sommerlich bunteren Geschichten, uns zu hören, über uns zu sprechen und uns zu abonnieren. Richtig. Alles eure Aktien hört ihr dann am Montag wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.